Cool. Ja, und der Zaun passt auch. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Dienstag, der 7. April 2020, 20.33 Uhr. Nun, ihr könnt euch sicher schon alle denken, was als nächstes kommt. Ganz recht, unsere heutige große Ankündigung. Wie in einer vorherigen Durchsage erwähnt, ist das Service Center jetzt fertiggestellt. Oh, es ist voll schön heute, guck mal, Leute. Die ganzen Kirschblüten, die so rumwehen. Und das ist noch nicht alles für heute. Wir dürfen auch eine neue Mitarbeiterin begrüßen. Oh, cool. Wer ist es? Na? Nur nicht so schüchtern. Oh, Isabel. Hallo. Ach nee. Melinda heißt sie auf Deutsch. Sie heißt Isabel auf Englisch. Hallo, ich bin Melinda. Wie Herr Tom Nook oder Herr Nook schon gesagt hat, arbeite ich jetzt im Service Center. Ich habe noch viel zu lernen, aber ich werde mein Bestes für die Bewohner von Luna Isle geben. Schön. Hallo, Melinda. Melinda hat schon Erfahrung auf diesem Gebiet, also wird sie sicher eine große Hilfe sein, hm? Aber das war noch nicht alles. Wir haben nicht nur das Gebäude, sondern auch den Festplatz etwas umgestaltet. Ja, ich sehe schon, es sieht echt hübsch aus. Normalerweise ist der Festplatz für Bewohner und vorbeikommende Händler gedacht. Aber nun wird es dort zu bestimmten Anlässen besondere Feierlichkeiten geben. Das wird toll, ja, ja. Cool, danke Tom. So, und damit wären wir für heute am Ende angelangt. Eine Sache noch, dies war meine letzte Durchsage. Was? Ab morgen wird Melinda euch mit Neuigkeiten versorgen. Okay, gut. Ich meine, ist klar, dass du es dir leichter machst, Tom. Du möchtest auch dich ein bisschen zurückziehen. Aber schön, dass du mit Melinda eine würdige Nachfolgerin gefunden hast. Hallo Melinda, nochmal. Ich werde mich bemühen, euch immer auf dem Laufenden zu halten und hoffe, dass ihr gern einschaltet. Das hoffe ich auch, Leute. Ja, genau. Neues Gebäude, neue Mitarbeiter, wir wachsen und gedeihen, das sehe ich auch so. Schaut einfach im Service Center vorbei, um zu erfahren, was es Neues gibt. Na, das machen wir auf jeden Fall. Natürlich werden wir noch eine kleine Einweihungsfeier für unser neues Service Center veranstalten. Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. Das wäre dann noch alles, glaube ich. Bei Problemen werden Melinda und ich euch natürlich gern mit Rat und Tat zur Seite stehen. Okay, dankeschön Tom, dankeschön Melinda. Das freut mich sehr, dass du da bist jetzt. Ich hoffe, dass du irgendwo gut untergekommen bist. Ich glaube, dass sie auch im Rathaus wohnen wird. So im Service Center heißt das ja hier. Ist ja kein Rathaus. Und mir gefällt, dass der Zaun jetzt wirklich mittig ist, sodass Tom genau da steht, wo er zu stehen hat. Und der Zaun schön eine Lücke aufweist. Genauso wollte ich es haben. So, dann starten wir durch mit all dem. Ich freue mich extrem, hier zu sein. Ist voll gut. Wenn es denn losgeht. Na, aber er lädt ein bisschen mehr heute, offenbar. Die schwimmende Insel rechts unten ist auch ein sehr schönes Ladesymbol. So, herzlich willkommen erstmal und hallo zu Animal Crossing New Horizons. Wir sind zurück. Oh, mein Phone klingelt, mein Nook-Phone. Wir sind heute ein bisschen später dran, aber das Nepot-Klapp müssen wir noch offen haben. Jo, da habe ich den Nepp schon am Apparat und er gibt uns das Verkaufskistengeld von 16.120 Sternis, was wir gestern eingelagert hatten. Er bedankt sich und wir bedanken uns. Vielen Dank, Tom, für das Geld. Das freut mich sehr. So, wir haben genug Platz frei. Ich würde mich auf jeden Fall gerne, umziehen. Und erstmal an den Karkome. Voll sorry, dass deinen Namen vergessen habe. Es tut mir richtig leid. Natürlich meinte ich dich. Natürlich meinte ich Karkome als dritten Menschen, der sich noch mit registrieren lassen hat bei mir auf der Switch. Und ich habe gesehen, er ist auch gerade online. Vielleicht schaffen wir es später, bei ihm vorbeizuschneiden. Erstmal werde ich die Post von euch... Oh! Okay, das stecke ich weg. Und dann werde ich die Post von euch abholen. Juhu, wir sind immer noch im Entenoutfit. Nack, nack. So, na komm, fass an hier. Okay, Scarp, Juicy Scarp und Nuking. Wow, Scarp, Mensch. Du beschüttest mich, Mann. Und noch ein paar Blüten für dich. Dankeschön. Wir fangen, glaube ich, von hinten an. Ich glaube, ich fange gerade auf der falschen Seite an. Ich müsste hier anfangen. Wir gucken erstmal bei Nook irgendwas, die uns schreiben. Nachrichten vom Service Center. Zur Eröffnung des neuen Service Centers gibt es eine neue Nook-Meilen-Prämien. Gibt es neue Nook-Meilen-Prämien? Cool. Mitglieder von Nook-Meilen Plus können jetzt außerdem fünffache Meilen verdienen. Oh, noch mehr? Wir haben schon so viel. Ein Geschenk zu diesem Anlass. Dankeschön. Coole Sache. Okay, cool. Nein, fangen wir hier unten an mit Scarp. Lieber Nikoki, einfach mal aufstellen, aktivieren und schauen, was passiert. Okay. Gut, nehmen wir mit. Mal gucken. So, dann haben wir noch was von ihm. Lieber Nigoki, der Hase ist, glaube ich, verwirrt. Schicke mir immer Anleitung wieder doppelte Anleitung. Okay, alles klar. Er schickt ihm doppelte Anleitung, die nehmen wir natürlich gerne. Und wenn wir die schon haben, dann können wir die der Juicy weitergeben oder so. Lieber Nigoki, ich habe noch genug Material übrig gehabt. Du wolltest sie doch so gerne. Okay, danke schön. Danke, Juicy. Ich mach's gleich alles auf zusammen. Und es gab, schreibt nochmal, Eier kann man leider nicht verschicken. Dafür müsstest du
zu Besuch bekommen. Okay, alles klar, verstehe. Gut, vielleicht machen wir das dann nochmal. Vielleicht hole ich mir vom 12. nochmal Eier ab von euch. So, ich weiß jetzt nicht mehr, was war. Wir fangen einfach hinten. Nee, wir fangen hier an. So, Geschenk. Auspacken. Cool, das waren die Kirschblüten. Okay, dann hatten wir das hier. Mein Ticket. Oh, cool. Dankeschön. Voll lieb. Dann ein Geschenk. Bambus-Schachtel-Kobold. Der sieht ja geil aus. Klingt ja schon mal cool. Okay, den stelle ich mal hin. Warte mal. So, komm raus. Hä? Wie süß das ist. Wisst ihr, woran mich das erinnert? An die Legende der Prinzessin Kaguya von Ghibli. Das ist voll der schöne Film. Und der Soundtrack ist auch richtig schön. Und das ist echt toll. Guck, da ist sie. Da ist die kleine Kaguya. Oh. Und die Musik dazu auch. Voll schön. Okay, ja, da freue ich mich extrem drüber. Vielen Dank, das ist voll süß. So, was haben wir noch? Wir machen hier im Uhrzeigersinn weiter. Auspacken. So, hier ist ein Tagballon Deko A. Cool. Wir haben die Deko B, wir haben aber nicht Deko A. Die erlerne ich natürlich. Dankeschön. Cool. Das freut mich sehr. Coole Sache. So, was haben wir hier? Noch ein Geschenk. Das müsste von der Juicy sein. Bambussprossenlampe. Okay. Cool, die wollten wir uns eh herstellen. Zeig mal her. Oh, die ist so hübsch. Oh, die ist so schön. Ganz ehrlich, Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank dafür. Ich glaube, das war von Juicy. Vielen Dank. So, ich freue mich voll krass über euer Zeug. So, auspacken. Und hier ist noch Frühlingsbambus. 30 Stück. Oh mein Gott. Verrückt. Oh mein Gott, Dankeschön. Das war von Scarp bestimmt. Das ist voll cool. So, ich freue mich extrem darüber. Über all das. Okay, voll cool. Passt auf, wir gehen erstmal rein. Ich muss mich auch umziehen. Ich habe jetzt heute keine neuen Anziehklamotten. Ich glaube, Tina ist auch nicht da. Das heißt, wir müssen altes Zeug tragen, aber wir haben noch genug Kombis, die wir noch nicht anhatten. So, ich möchte auf jeden Fall voll gerne diese Laterne aufstellen. Wartet mal, vielleicht können wir noch so einen Tisch machen. Wir haben ja jetzt bloß so einen kleinen Tisch zur Auswahl, aber wartet mal. Zeig mal her. Was haben wir denn für Tische hier? Wir können ja da oben swappen auf Einrichtung. Okay, wir haben hier noch sowas, so einen Holznachttisch. Das haben wir noch gar nicht hergestellt, aber ich weiß nicht, ob wir noch 8 Holz haben. Und das hier, Bauklotztisch, den haben wir auch noch nicht. Den könnten wir für uns selbst machen. Guck mal, der braucht bloß Weichholz. Dann mache ich den. Und das Bauklotz-Set, dann mache ich davon mal ein. Ja. Okay, also gib mal her, bitte. So. Kleinen Moment. Ich möchte gerne Weichholz. Und wir haben so viel Weichholz auch. Und dazu nichts weiter. Erstmal Weichholz einfach nur. So. Lass mich hier kurz ran. Was soll ich tun? Etwas herstellen. Scarp, du meintest doch übrigens, ich kann das färben, diesen Tisch. Ich weiß nicht genau wie. Schreib mal bitte wie. Das interessiert mich mal. So, dafür können wir, glaube ich, das Bauklotz-Set machen. Ach nee, warte mal, dafür brauchen wir... Muss ich auf alles gehen. Genau. So, hier, Bauklotz-Set herstellen. Ja. So, zack, zack, zack. Juhu, Bauklotz-Set. So, weitermachen und daraus machen wir jetzt den Tisch. Genau, da können wir ihn machen. Ich habe den schon mal hergestellt für dieses Häuschen. So, vielen Dank. Cool. Bauklotztisch ist fertig. So, das reicht erstmal. Dankeschön. So, ich werde mal das Kissen kurz wegnehmen. Und den Tisch hier hinstellen. Lampe, Kissen und Bauklotztisch platzieren. Ja, der ist nämlich cool. Den können wir hier so ein bisschen mittig hinstellen. So. Und dann lasse ich den Tisch jetzt erstmal trotzdem. Der sieht zwar komisch aus, aber das ist okay. Und dann haben wir hier viel mehr Platz, um Sachen aufzustellen. So, warte mal. Ich würde erstmal kurz einfach alles hinknallen. Schachtelkobold stelle ich nach draußen. Der sieht toll aus. Bambus-Sprossenlampe kommt rein. Platzieren. Und das Ding da unten, das Kissen packe ich auch erstmal so hin. Platzieren. Und dann mache ich das so schön. Passt auf. Die Lampe kann ich die nicht mittig stellen. Die würde ich voll gerne mittig stellen. Ja, cool. Geht. Okay, warte mal. Kann man die noch drehen? Ja. Cool. Und das Kissen packe ich hier so an den Rand. So. Nee, vielleicht eins nach unten. So. Ja. Voll süß. Und dann eigentlich bräuchten wir noch so eins. Da könnten wir hier noch so ein Kissen hinstellen. Und die Tapete gefällt mir nicht mehr. Da gucke ich mal, ob ich bei Napp und Schlepp noch eine andere kriege. Oh, das ist toll alles. Vielen Dank, Leute. Ihr helft mir voll krass mit dem Einrichten so.
Ich mag das ganze Zeug. Und auch diese Ballons da. Ich brauche halt Wassereier noch. Aber okay, gut zu wissen, dass man die nicht verschicken kann. So, wir ziehen diese Brille aus, wir ziehen das aus und machen uns erstmal nackig hier. Mach dich nackig. So, die Socken lasse ich noch an, den Entenschnabel weg. So, und dann, was haben wir noch nicht angehabt? Ich würde sagen, die 2 hatten wir nicht an, aber ich mag das Blau nicht von der 2. Das ist so stechend blau. So, aber guck mal hier, wir können uns MVP. Ja, das ist auch blau. Das ist doch ein Kompromiss. Dann machen wir das MVP-Shirt. Dazu würde ich vielleicht diesen Hut, weiß ich nicht, rot geht nicht. Der wäre süß, aber aber das hier, das können wir machen. Das hat man noch nicht an. Okay. So, und dann noch eine Hose. Nee, ja, erst die Hose. Vielleicht so eine Short. Das wäre eigentlich mal süß. Da können wir aber auch die Socken ausziehen dann. Oder so eine Short. Aber die hätte ich gerne grau, ehrlich gesagt. Ein bisschen dunkler grau. Aber es sieht schon ganz schön. Aber guck mal, ich muss sagen, die ist nicht viel länger. Aber ich mag die Farbe. Das Violett. Nee. Ja, wir lassen mal das Grün. Und dann müsste ich die Socken ausziehen, ganz dringend. So, warte mal. Die sind sonst zu lang. Wie sieht das denn aus? Guck mal, jetzt ist er barfuß. Cool, wir können auch barfuß gehen. Das ist voll cool. Das mag ich. So, warte mal. Die Schuhe blau, würde ich sagen. Das passt zum MVP. Ja, das ist süß. Okay. Pflaster? Ja. Zack. Cool. Hallo, MVP. Gut. So, also ein weißes Shirt ist immer eigentlich stylisch. Passt eigentlich gut. Ich hätte gerne eine blaue Mütze gehabt noch. Aber vielleicht kriegen wir ja noch mal was, wo wir uns umziehen. Mal sehen. Kann ja immer mal wieder passieren, so mittendrin. So, wir sind raus aus der Eieruniform, Gott sei Dank. So, hier ist Schnappi. Die heißt übrigens Schnappi, habe ich jetzt beschlossen. Die Schildkröte. Guck mal hier, Schnappi. Ich habe dir eine Kokosnuss. Ich hoffe, dass die dir nicht auf den Kopf gefallen ist. Sag mal, hier sind so viele Blüten jetzt. Wie soll ich denn das unterscheiden? Hier ist richtig Blütensturm. So, wir haben gelernt, wenn wir Früchte essen, können wir Steine versetzen. Ich würde das vielleicht mal machen, ganz ehrlich. Ich würde jetzt erstmal hier den Stein... Oh, ich müsste mich an mein Rad gewöhnen. Sorry, dass ich es nicht benutzt habe. Mach ich gleich. Aber ich werde erstmal hier die Steine kurz looten. Ich könnte nämlich wirklich gebrauchen, diese Eier. Und die Mineralien. Genau. So. Eisenerz. Ich mag das Outfit heute. Sieht süß aus. Sportlich. Und die Schlupfschuhe, die passen halt gut, wenn wir die ohne Socken tragen. Ich mag das. Gut, dass wir keine anhaben. Ach, guck mal hier, da fliegen noch einzelne Pedals rum. Ich sehe es. Cool, wir könnten eigentlich noch mehr... Oh, scheiße, jetzt habe ich verkackt. Ne, ein bisschen was kommt noch. Okay, geht noch. Ne, jetzt, das war's. Aber egal, war noch ein bisschen was. Jo, ich mag auch den Soundtrack von Animal Crossing. Das ist halt so krass entspannt immer. So, da war noch ein Erdei. Dankeschön. Jetzt machen wir wieder zu. Und dann gehe ich nochmal ganz kurz. Oh, hier ist der Barry. Hey Barry, ich weiß nicht, wie du hier rüberkommst, aber es ist voll schön, dass du da bist. Guck mal, er hat ein neues Shirt an. Na, mein Lieber. Hallöchen, ich bin's Barry. Ich will plaudern. Ha, ich liebe Spaziergänge. Da bleiben die Füße immer so schön beschäftigt. Okay. Das ist aber süß, Barry. Komm, was hast du noch zu sagen? Wie geht's, Brumm? Ich wollte plaudern. Ich will mich schleunigst mit allen hier ganz doll anfreunden, deshalb stelle ich immer ganz viele Fragen. Also, was könnte ich dich fragen? Hörst du gerne Musik? Und was für eine Art von Musik magst du am liebsten, Nigoki? Anime-Songs? Das ist ja cool. Samba, Chorlieder, etwas anderes. Ich höre keine Musik. Also, ich mag Anime-Songs. Ich mag manchen Samba. Und Chorlieder können sich auch schön anhören, ganz ehrlich. Ich mag aber Anime-Songs davon am meisten. Oh ja, Anime-Songs finde ich auch voll spitzenmäßig. Voll cool, dass man das auswählen kann da. Ich singe da immer ganz laut mit. Und dann drehe ich mich mit im Kreis und alle Kleider fallen von mir ab. Und ich habe eine super Rüstung an. Ganz ehrlich, wie cool ist das denn, dass Nintendo... Das hat Nintendo bestimmt im japanischen Original so eingefügt, weil in Japan sind Animes extrem groß. Aber wie cool ist das denn, dass heutzutage sie das auch in Europa genau den Dialog so übernehmen können und das Sinn macht. Für die Europäer und für alle anderen auf der Welt. Und das ist richtig cool. Ich würde das mal anmerken. Ich bin schon ewig ein Anime-Fan, aber es ist voll schön, dass es ein Mainstream ist mittlerweile. Naja, den letzten Teil stelle ich mir zumindest dabei vor. Brumm. Okay, alles klar. Guck mal hier, da ist ein Pedal, das verschwindet bestimmt gleich, weil wir das nicht so schnell kriegen.
Aber ich versuch's. Zack. Daneben. Zack. Daneben. Da ist es. Weg. Da ist es einfach weg. Hier ist noch eins. Kann ich das sehen? Das wäre voll schön. Irgendwie so. Hm. Ach, egal. Nee, da ist es. Jo, das habe ich. Juhu, eine Kirschblüte. So, warum renne ich überhaupt rum? Ich sollte eigentlich ins Gemeindezentrum gehen, beziehungsweise ins Service Center. Oh, aber erstmal hier sind noch so viele Sachen. So, kleinen Moment. Wer weiß, was ich da kriege. Vielleicht ein Luftei, ein luftiges. Komm her. Ach, zu spät. Okay, schnell hier hin. Oh, das war zu weit vielleicht. Und da ist noch ein Sternibaum. So. So. Okay, cool. Komm her. Wisst ihr was? Ich werde den Sternibaum vielleicht mal... Okay, hier oben steht schon so viel. Vielleicht pflanze ich den mal hier so vor. Wir haben auch gelernt, dass wenn wir Orangen essen, dass wir dann Bäume umsetzen können. Vielleicht mache ich das mal ganz kurz. Warte mal, das mache ich zuerst, bevor ich ins Service Center gehe. Ich brauche mal die Schaufel und ich brauche mal hier... Kann ich da auch mit dem... Nee, kann ich nicht rütteln. So, Entschuldigung, mache ich nochmal. So. Okay, und dann nehme ich mal so einen Kirschblütenbaum. Hier, was weiß ich, den hier. Dann könnte ich ja gleich die beiden nehmen. Die sind eigentlich hübsch. Ich glaube, das sind eh Gelbbäume auch. So, warte mal. Wenn ich jetzt Früchte esse, zum Beispiel diese Orangen. Eine essen. So. Om, om, om. Cool. Dann habe ich diesen Buff. 1 von 10. Okay, dann nehme ich die Schaufel wieder. Und wenn, kann ich das jetzt ausgraben? Tatsächlich kann ich das. Wie cool das ist. Okay. Das ist ja geil. So, will ich jetzt die Bäume hier oder da? Eigentlich nicht hier. Vielleicht eher hier so. Pass auf, kann ich den hier so eingraben bei den Ballons? Hier so mittig vielleicht? Das wäre vielleicht schön. So. Ja, hier ist gut. Geht das? Das wäre toll. Laubbaum, pflanzen. Bums, da ist er. Geil. Oh mein Gott, das ist so cool. Das mache ich mit dem anderen auch noch. Okay. So. Wie cool das ist. So, aber jetzt muss ich noch, glaube ich, noch eine Frucht essen, oder? Ja, okay, also das zählt nicht mehr. Also es, pro Frucht zählt das halt. Ups, jetzt habe ich die abgelegt. Nö, die nehme ich wieder. Dankeschön. Das heißt, wenn ich jetzt 2 esse oder so, dann kann ich auch 2 Bäume. Ich glaube, das stackt dann. Deswegen habe ich da diese Ziffer, glaube ich. 2 Bäume umpflanzen jetzt beispielsweise. So. Und ganz ehrlich, habe ich hier schon gegengebumst? Nee. Ja, habe ich. Und hier auch schon. Ich würde die beiden Steine mal neu sortieren lassen. Ich esse mal hier noch das. Mist. Entschuldigung. So, essen. Oder einen davon wenigstens. Den vorderen. So, und wenn ich das jetzt mit der Schaufel... Zack, ist er kaputt. Okay. Das heißt, er müsste morgen neu spawnen. Und dann haben wir hier bloß noch einen stehen. Das ist okay. Finde ich besser. So, cool. Und dann können wir den Baum noch einpflanzen. So, warte mal. Das war jetzt hier ungefähr einen davon breit. Also hier so. Ja, sieht ungefähr richtig aus. Ich hoffe, das geht wegen dem Stein da. Laubbaum? Pflanzen. Nee. Okay, ich glaube, der Stein da ist auch im Weg. Dann würde ich den auch nochmal neu setzen. So, erstmal hier noch ein Fossil raus. Dankeschön. Das ist nett. Das machen wir zu. Und dann... Haben wir noch eine Kokosnuss? Das müsste mit der Kokosnuss auch gehen, oder? Versuchen wir das mal. So, essen? Eine. Hams. Ja, aber es ist einfach nur eine Fruchtanzeige. Hm, die habe ich einfach mit Schale verspeist. Gar kein Ding. Oh, ich glaube, die habe ich nicht geerntet vorher, oder? Jetzt ist die kaputt bestimmt. Ja. Ach, halb so wild. Das war jetzt ineffizient, aber egal. Wurscht, jetzt müsste es gehen, theoretisch. So, Laubbaum pflanzen. Ja, also der Stein war das Problem. Cool. Das sieht voll schön aus jetzt. Genau so will ich's. So, und noch schöner. Vielleicht können wir noch so eine 2 Laternen herstellen. Wir haben ja jetzt genug so eine Pedals, oder? 13 Pedals, das müsste reichen. Okay, kleinen Moment. Ich brauche Hartholz. Hartholz, das will ich noch schnell machen. Ah, ich komme schon wieder ins Dekorieren, ey. Aber wenn man einmal damit anfängt, dann kann es nicht aufhören. So, noch ein Ei. Oh nein. Meine schöne Schleuder. Okay, da können wir uns auch gleich eine neue machen. Müssen wir sowieso. Wir müssen sowieso Sachen abgeben. Okay, was ist das? Da fliegt noch was. Sehe ich doch. Ja. Mist, ich habe keine Schleuder mehr. Ich kann ja mal die Schildkröte danach werfen. Die kann ja danach schnappen.
Aber ich glaube, das wäre unfair der Schildkröte gegenüber. Das wäre nicht so nett. So, gucken wir mal. Ich würde sagen, genau, erstmal Hartholz und Äste brauchen wir, glaube ich, für die Schleuder. Und die Schleuder kann ich, glaube ich, nicht aufbessern. So, Äste, zack, und Hartholz. Guck mal, normales Holz haben wir auch ein bisschen. So, was ist denn hier noch so? Ach, guck mal, hier ist noch das Geschenk. Hier ist ein Tag Boden. Okay, zeig mal her. Ich weiß jetzt, wie man einen Häsentackboden herstellt. Okay, wie sieht denn der aus? Zeig mal her. Das hört sich an wie so ein... ist da oben bestimmt. Die neuen Sachen sind mal oben. Oh Gott, der ist ja grün. Mit ganz viel Eiern. Okay, ist eigentlich süß. Der braucht von allem zwei. Okay, egal. So, ich würde mal eben die Sachen einlagern, die wir jetzt zu viel haben. Hier das Erdglücksei ins Lager. Steine. Den Lehm. Die Felsdinger. Den Zaun. Hier ist ein Taktzaun. Den können wir auch nochmal weglegen. Luft. Oh, hier ist noch. Hier ist eh Hartholz. Ich glaube, das. Ah ne, wir brauchen 8 dafür, glaube ich. Ich glaube, es brauchen wir 4. Bambus Schachtelkobold. Den würde ich gerne irgendwo draußen noch aufstellen. Frühlingsbambus. Entschuldigung, was braucht denn. Ich glaube, ich wollte diese Lampe machen mit dem Bambus, oder? Auch. Aber jetzt habe ich die ja schon geschenkt bekommen. Warte mal. Egal, ich kann ja noch eine zweite bauen. Wo ist die denn, die gute? Ich glaube, bei saisonal können wir die sehen. Hier so. Nee, ist das saisonal? Hier saisonal, genau. Boah, Frühlingsbambus 4. Bambussprossen. Ah, okay, Bambussprossen haben wir nicht so viel. Gut, dann können wir die erstmal einlagern. Aber Bambussprossen kriegen wir ja wie bescheuert. Also das kann ich gut gebrauchen, trotzdem den Frühlingsbambus. Das ist voll gut. Das ist eine seltene Ressource und die kriegt man halt auch offenbar bloß im Frühling. So, Weichholz brauchen wir noch. Kokosnuss behalte ich. Die kann ich ja verkaufen oder so. Das Hartholz brauche ich auch. Eisenerz, obwohl Weichholz brauche ich glaube ich gar nicht mehr. Egal, ich würde erstmal kurz craften. So, nee, halt, hier. So, fass an, mein Lieber. Craften. Hast du Bock? Na, ja, hier. So, was soll ich tun? Etwas herstellen. Okay, genau, die Lampe würde ich machen. Das würde ich als allererstes. 2 Stück würde ich davon herstellen. Ja. Coole Sache. Weil die sind voll schön. Ich mag die halt. Ich würde die gerne auch auf die andere Seite stellen, quasi. Von dem Häschentag-Deko-Dingsbums. So, herstellen. Ja. Und du brauchst halt die Kirschblüten. Und dann haben wir jetzt schon 6 Stück. 600 Lampen. Und irgendwann können wir die auch umordnen, weil die halt toll sind. So, ich mag, wie die aussehen. So, weitermachen. Wir brauchen noch das Werkzeug. Ich hatte ja keine Schleuder mehr. So, können wir hier hin. So, genau. Die Schleuder. Vielen Dank. Ach, Hartholz. Siehst du, gut, dass wir das noch dabei haben. Zack, vielen Dank. So, weitermachen. Geht noch irgendwas? Vielleicht können wir die Schleuder doch noch aufbessern, vielleicht. Nee, geht bloß noch ein Stock, eine Leiter. Nö, den Rest haben wir alles, glaube ich. Haben wir auch erst neu gemacht. So, hier. Das ist das ganze Osterhasenzeug. Hier ist der Aballon. Den haben wir noch nicht hergestellt. Den können wir mal machen. Was braucht denn der? Ah, guck mal. Der braucht Erd, Laub und Luft. Okay. Das haben wir doch alles. Zeig mal her. Das mache ich dann vielleicht nochmal. Kleinen Moment. Also, Erd in die Tasche. So. Laub. Da haben wir auch ganz schön viele. Ja, ich werde mal 2 Bus herstellen. Oder vielleicht 3. Und Luft. Mache ich mal 3 davon. Weiß ich nicht. Oder 4. Mach ich 4. Okay. Dann kriegen wir ein paar Eier los, so. Ist doch cool. So, okay. Hier nochmal anfassen, bitte. Dankeschön. So. Etwas herstellen. Oh, ich liebe das. Das ist toll. So, genau. Das möchte ich machen. Und zwar einmal, ja. Wir können das super viel machen davon. Theoretisch. Wir könnten die überall auf der Insel verteilen. Aber der Ballon B ist irgendwie viel schwerer zu machen, so, ne? Jetzt weiß ich auch, was das Gab meinte in den Kommentaren, dass er so viele Ballons hat. Das macht Sinn. So, aber 4 davon mache ich trotzdem. Weil die sind hübsch. So, zack. 3. Das Problem ist, dass die auch nicht stacken. Die vermüllen halt auch das Inventar ziemlich. So. Und 4. Cool. Hier ist ein Tagballon. Und dann haben wir ein paar Eier los. Ist auch okay. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Den Rest packe ich jetzt mal alles weg. So, ins Lager.
Dann ins Lager. Was mit der Bachschmerle? Die habe ich die schon mal abgegeben? Ich bin mir nicht mehr sicher. Die Äste können erstmal raus wieder. Die brauchte ich doch nicht. Luftglückseier weg. Die Laubglückseier raus. Und dann hier die Erde. Ich brauche ein paar mehr Erdglückseier. Ich müsste ein bisschen mehr buddeln. So, okay. Den Rest können wir alles draußen verteilen. Das ist doch schön. Das werden wir tun. Okay, ich bin zurzeit ein bisschen viel am Dekorieren. Tut mir leid, wenn euch das irgendwie nervt. Aber ich mag das. Sieht halt schön aus. Die ganzen Sachen so. Und das ist jetzt auch gerade der Event und ich will das ausnutzen halt. So ein bisschen. Wir machen noch mehr anderes Zeug dann später. So, ich würde die beiden Laternen hier oben neben die Bäume stellen, wenn das geht. Hier so. Nun fangen wir an. Hier sind der Ballon. Fischblütenlaterne. Genau, platzieren. Cool. Okay, man sieht sie nicht. Ist doof. Dachte mir schon sowas. Ist vielleicht nicht so gut. Dann werde ich die vielleicht doch hier nach innen stellen. Genau auf dieselbe Stelle. Aber da kommen wir hier nicht mehr durch, glaube ich. Richtig. Weiß ich nicht. Mal gucken. Wenn das so ist, wenn wir da nicht mehr durchkommen, dann können wir vielleicht noch was anderes probieren. Kleinen Moment. Ich werde es nochmal versuchen. Kirschblütenlaterne platzieren. Okay, also von der Optik her sieht es ja toll aus da. So, dreh doch mal. Okay. Und dann kommen wir... Ne, wir kommen nicht mehr durch. Aber wenn wir das Bett nochmal ein Stück nach vorne schieben, dann geht's wieder. Okay. Ja, dann machen wir so. Cool. Wird langsam voll hier, aber cool. So, dann können wir... Weil dann können wir nämlich die Ballons da in die Bäume stellen einfach. Wo ist er denn? Hier sind die vier Dinger. Dann der... Ah, der Bambus-Kobalt. Da muss ich mir auch einen schönen Platz versuchen. So. Und theoretisch könnten wir nochmal so einen Sitz herstellen auch. Hier. Für hier. Dann hätte man da so Sitze. Cool. Dafür bräuchte ich noch Wasser. Ja, drei Stück. Dann muss ich mal gucken, ob ich die noch kriege. Und die Lampen sind auch toll. Ich mag das sowieso, wenn das leuchtet alles so. Coole Sache. Okay, pass auf. Wir werden Ballons aufstellen hier an den Eingang. Da haben wir ja jetzt genug. Hier sind der Ballon A. Platzieren. Okay, können wir den noch anschieben? Nee, können wir nicht. Okay, dann lassen wir den da. Und drehen das so. Dasselbe auf die andere Seite. Voll cool. So, hier an den Eingang. Den A-Ballon, bitteschön. Ich weiß nicht, gibt es auch einen C-Ballon? ABC, wäre interessant. Ich glaube, der steht eins zu weit. Ja, den müssen wir noch einen hochschieben. So. Zack. Sehr festlich. Sehr, sehr festlich. Ach nee, so war okay. Machen wir mal ein bisschen andere Drehung vielleicht. So, ich sehe das Leuchten da vorne. Das nehmen wir da gleich noch mit. Oh, das sieht so toll aus, Leute. Jubi! Jubi, ich muss mich ins Eierbett schmeißen. Oh, und nach links. Und nach rechts. Könnte auch andersrum gewesen sein. So, dann haben wir noch zwei. Die würde ich hier an die Bäume stellen, wenn das geht. Dann stehen die da so quasi als Hintermalung. Dann sieht man quasi einfach nur, dass da welche stehen. Hier sind der Ballon A platzieren. Okay, das ist zu weit oben. Dann hätte ich gerne weiter unten. Feste das an? Ich bin nicht ganz sicher. Jetzt. Okay, so. Genau. So, weiter geht's nicht. Okay, die sind super in den... das ist vielleicht doof. Okay, nee, das macht keinen Sinn. Man sieht die halt gar nicht. Dann würde ich die hier nach unten stellen einfach. An die hier so mit hin. Hier nach unten. Da sind noch keine Ballons. So, dann machen wir hier ein. Okay, sieht doch gleich gut aus. Und vielleicht noch so drehen. Genau. Die Lampen sieht man trotzdem noch. Vielleicht stelle ich die weiter in die Ecke, damit man die Lampen jetzt doch besser sieht. So. So. Okay. Ja, sieht gut aus. Und dann können wir das hier noch hinstellen. Das müsste der hier sein. Nee, ist der Kobold. Hier sind Tag Deko. Platzieren. Cool. Dann habe ich euer Zeug jetzt erstmal verarbeitet und neues geschaffen. Freut mich voll krass. Voll schön sieht es aus. Ja, es ist zwar alles voller Eier und so, aber es ist das erste durchgängige Design, was wir so ein bisschen verfolgen. So, jetzt hier aber mal gegraben, gebuddelt. Zack. So, Dankeschön. Sternis. Ich weiß nicht genau. Machen wir mal einen Baum draus. Das können wir doch gleich machen. So, vergraben. Cool. Und dann nehmen wir den Sternibaum mit und buddeln hier zu. Und dann können wir den... Das ist eigentlich nicht schlecht, wenn der hier steht, so. Ich würde den vielleicht sogar hier stehen lassen. Ich mag halt auch die Kirschblüten, so. Aber vielleicht ist das auch schlecht fürs Bild. Ich werde die einfach mal hier mit... Wisst ihr was? Hier ist ja eh ein Loch.
Oh. Nee. Hier so. Ah. Und da können wir auch den Sternibaum gleich eingraben. So, dann machen wir das. Von mir aus. Der steht da okay. Dann merke ich mir, dass die hier unten alle stehen. Und relativ viele Sternibäume, die hier unten stehen. So. Und da unten beim Teich hatte ich mal einen noch gepflanzt, das weiß ich. So, jetzt gehen wir aber endlich mal ins Service Center. Rein mit uns. Cool. So, Melinda. Hallo, Melinda. Ach, cool, wie süß die beiden. Ah, Nigoki, hallo, hallo. Herzlich willkommen in unserem heimeligen Service-Zelt. Ach, ich sag immer noch Zelt. Jetzt haben wir doch ein herrliches Gebäude und alles nur dank dir. Also, ich hatte es ja bereits in meiner Durchsage erwähnt, aber wir benötigen eine qualifizierte Kraft, die sich um ein neues Gebäude kümmert. Also hätten wir hier Melinda, die diese Aufgabe in ihre fähigen Hände nimmt. Hallo Melinda. Dann bist du also Nigoki, ja? Tom Nook hat mir schon viel von dir erzählt. Heute ist mein allererster Tag hier, da werde ich sicher noch viel über meine neue Arbeit lernen müssen. Aber es gefällt mir schon richtig gut auf der Insel. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das verspreche ich. Okay, schön. Schön gesagt, Melinda. Melinda und ich werden uns die Arbeit aufteilen, damit es hier gleich noch besser läuft. Ich werde mich um alles kümmern, was in Richtung Bau, Eigenheim und generell Handwerkliches geht. Melinda ist derweil für dich da, wenn du Hilfe in puncto Inselleben, Betrieb und Organisation brauchst. Setze dich einfach an den richtigen Schalter, dann kommen wir gedüst wie eine ganze Flotte Dodo-Jets. Ach, und dank unserem tollen neuen System bieten wir nun auch niegelnagelneue Leistungen an. Dann hätte ich da nur noch eine winzige Bitte an dich, falls es dir nichts ausmacht. Okay, was ist es denn, Tom? Was willst du schon wieder haben von mir? Nimm doch mal an meinem Schalter Platz, wenn du ein Momentchen Zeit für mich hast. Okay. Unser Service Center ist jederzeit für dich und ganz Luna all da. Komm vorbei, wann du magst. Okay. Leute, erstmal gucken hier ein bisschen. Okay, hier steht das Nook-Portal. Ich hab's vermisst. Und hier ist die Box. Mal gucken, ob es da neue Sachen... Oh, was ist das hier? Karton? Karton? Karton. Okay. Das sind die Kartone von den einzelnen Bewohnern wahrscheinlich. Aber das Eisenerz nehme ich sehr gerne mit. Vielen Dank. Cool. Okay. Dann setzen wir uns gleich mal zu Tom. Er hat ja gefragt danach. Hallo, Tommy. So. Ja. Dies ist der Bauberatungsschalter. Ehe ich hier losberate, lass mich rasch erklären, was genau du bei mir überhaupt so anstellen kannst. Neben meinen bewährten Leistungen stehe ich dir hier nämlich auch bei Fragen zum Thema Bauen zur Seite. Aha, okay. Alles, was unser schönes Inselchen noch fescher, flotter und praktischer macht, jawohl. Hier kannst du Brücken errichten, Aufgänge wie Treppen und Rampen bauen, sowie Gebautes versetzen. Okay, cool. Als urlaubsvergnügungssteigernde Zusatzleistung brechen wir dafür natürlich gewisse Gebühren. Wo du nun im Bilde bist, sag doch mal, was kann ich dir so Gutes tun? Okay, ich brauche ein Rad. Wie kann ich helfen? Ein andermal. Okay, ich nehme mal ein Rad erstmal. Hoppla! Dann mal frisch ans Werk. Die Arbeit geht los. Eine meiner liebsten Fragen ist ja übrigens, was soll ich tun, weißt du? Guter Rat ist bei mir nämlich nicht so teuer, sondern fürsorglich im Vorfeld ins Paket mit eingepreist. Also, willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Okay, was soll ich tun? Einweihung feiern, Eigenheimberatung, Infrastruktur. Alles gut. Okay, wir feiern... Oh. Okay, ich will auch voll gerne mit Melinda noch reden. Okay, wir haben hier voll viel zu tun noch. Wir feiern erstmal die Einweihung, oder? Mit allen. Ah, du willst mitfeiern, Nigoki. Wir wollen unser neues Service Center feiern. Jetzt standesgemäß in Stein und Mörtel. Hast du Lust? Habe ich. Na los. Klasse, lass uns anfangen. Voll cool. Das Service Center ist echt schön geworden, muss ich sagen. Oh, guck mal, wie viele Bewohner wir schon haben jetzt. Voll schön. Und auch mit dem Zaun. Voll gut, dass ich den gezogen habe. Also dann, das Service Center wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Juhu! Ah! Danke, vielen Dank. Luna Eye entwickelt sich prächtig und das ist euch allen zu verdanken. Ja. Ich muss gestehen, ich dachte zeitweilig, unser kleines Service Center würde stets bloß ein Zelt bleiben. Doch nun seht euch an, was für eine tolle Einrichtung zum Wohle aller Einwohner daraus geworden ist. Erneut möchte ich allen danken, die uns bei diesem Unterfangen unterstützt haben. In diesem Zusammenhang will ich auch meine kompetente Partnerin vorstellen, die mir fortan helfen wird. Melinda, möchtest du auch ein paar Worte an die Bewohner richten? Es freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mich bei euch allen zu bedanken. Wie ihr bereits gehört habt, mein Name ist Melinda. Ja, Melinda, hallo. Ich bin erst vor kurzem auf Luna Eye angekommen und habe sicher noch einiges zu lernen, aber ich verspreche, ich werde alles tun, um euch zu unterstützen. Kommt zu mir, wenn ihr etwas braucht.
Juhu, alle freuen sich. Danke, Melinda, das ist voll süß von dir. Danke, vielen Dank, Melinda. Yes. Es folgen ein paar Worte von jemandem, der das neue Service Center überhaupt erst möglich gemacht hat. Das wird wohl ich sein. Ganz recht, unser Inselsprecher Nigoki hat das Wort. Okay. Möchtest du dem etwas hinzufügen, Nigoki? Ich sag einfach, yippie. Yeah. Voll gut. Tja, ja, gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte, Nigoki, sehr gerne. Kein Problem, das mache ich doch eben immer wieder. Nun gut, die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die zum Andenken gerne noch ein Foto hätten, sollten sich bereit machen und den Fotoknopf drücken. Okay. So, ja, in diesem Sinne, das Service Center sowie Luna Eye verdienen zum Abschluss ein lautes Hurra. Also, Hurra! Ja, cool. Das war süß. Ich danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Bitte gebt Acht auf dem Heimweg. Okay, kein Problem. Ich werde auf mich aufpassen. Vielen Dank, Tom Nook. Vielen Dank, Melinda. Es freut mich sehr, dass ihr meine Insel beehrt. Das ist so schön. Ich gehe gleich nochmal rein. So schön ist es. Denn ich hatte noch nicht mit Melinda geredet und Tom hatte noch voll viele Auswahlmöglichkeiten. Die wollte ich mir auch nochmal durchgucken. Was da so los ist. So, Nigoki. Hallo, hallo. Okay. Ich suche Leute, die Interesse an einem Kurs zum Thema Umgestalten haben. Seine Kreation umgestalten zu können, macht Basteln noch schöner. Probier's doch mal aus. Ja. Weißt du was? Ich komme sofort zu dir, Tom. Ich habe auf jeden Fall Interesse daran. Ich gucke mir erstmal die Melinda an. Melli, hallo. Willkommen, Nigoki. Falls du es nicht mehr weißt, ich heiße Melinda. Doch, weiß ich doch. Steht doch da. Ich werde dir hier auf Luna Eye mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich freue mich. Hier an diesem Schalter helfe ich dir bei allgemeinen Fragen und bei Problemen mit anderen Bewohnern. Die Kleinigkeiten besprechen wir bei Bedarf, ja? Kein Grund, einfach so direkt in die Vollen zu steigen. Aber wo du gerade da bist, sag doch mal, hast du im Moment denn irgendetwas auf dem Herzen? Und ob? Oder ich bin versorgt? Ich weiß nicht, haben wir was? Ich guck mal, was es gibt. Und ob? Ah, ich bin so aufgeregt, mein allererster Auftrag. oh je, das war jetzt leicht unprofessionell, oder? Puh, also dann... Ist schon okay, Melinda, wenn du dich so freust, ist doch okay, wenn du mit Passion dabei bist. Wie kann ich dir heute helfen? Oh, jetzt ist sie voll traurig. Neue Inselmelodie? Neue Inselflagge? Eine Bewohnersache. Okay, bei der Bewohnersache, da könnten wir bestimmt Leute ausziehen lassen, wenn wir jetzt jemanden scheiße finden. Aber ganz ehrlich, ich finde alle unsere Bewohner voll süß. Ich mag die alle. So, die Inselflagge, ja, das wäre vielleicht mal irgendwann was, was wir angehen können. Ist aber interessant, dass man das hier machen kann. Neue Inselmelodie. Ich gehe mal kurz drauf. Das gucke ich mir mal an. Das Problem ist, ich kann sie nicht hören. Richtig, weil mein Fernseher so leise ist. Wie gesagt, sie ertönt zu bestimmten Zeiten und dient uns Inselbewohnern praktisch als Ohrenersatz. Die aktuelle Melodie ist ein echter Klassiker, aber natürlich sind wir hier Neuem gegenüber aufgeschlossen. Auch du kannst eine neue Melodie komponieren und dafür brauchst du es nicht mehr im Musikstudium. Falls du es also probieren möchtest, sag einfach Bescheid. Okay, das ist unsere Melodie. Okay. Gut. Das ist... Ich hab's gehört. Ich würde es erstmal so lassen. Das ist was, damit kann ich mich eine Stunde oder so auseinandersetzen. Das können wir vielleicht in einer extra Folge machen. Mal gucken. Ich mache auf jeden Fall mal irgendwas Nettes. Vielleicht. Süß aber, wie sie singt. Diese Melodie klingt vertraut. Aber sicher, okay. Schon okay. So, nö, wir lassen es so. Alles Paletti. Okay, erstmal interessant, dass man das hier machen kann. Vielen Dank. Und dann gehen wir nochmal nach Tommy nebenan. Ja, hallo Tommy. Bauberatung, will er? Okay. So, pass auf, der Bastelkurs oder Eigenheimberatung oder Infrastruktur. Was ist der Bastelkurs? Gib mir nochmal den Bastelkurs. So, bist du bereit, die wunderbare Welt des Umgestaltens zu betreten, Nigoki? Aber mit Vergnügen. So gefällt mir das. Fangen wir gleich an. Okay, es ist tatsächlich ein Kurs. Voll schön. So, ich fange am besten mit einer Erklärung des Umgestaltens an. Im Grunde ist es ganz einfach. Zuerst brauchst du natürlich etwas, das du umgestalten möchtest, sowie die nötigen Umgestaltungssets. Und dann gestaltest du das Item an einer Werkbank um. Okay, schön, dass du es... Neues Design oder neue Farbe. Ah, okay. So kann ich färben. Okay, vielen Dank. Wie sagt man doch gleich? Probieren geht über Studieren. Fangen wir also an. Dein Ziel in dieser Sitzung ist es, einen Holzschrank zu machen und dann umzugestalten. Okay, das ist dir vielleicht längst bekannt, aber mit einem farblich umgestalteten Holzschrank könntest du daheim neue Akzente setzen. Ah, okay, voll schön. Und diese Freiheit, dich künstlerisch auszudrücken, ist doch genau das, was Luna Eye ausmacht, ja? Oh, dir fehlt noch eine entsprechende Bastelanleitung. Augenblick, ich lasse es dir rasch zukommen. Okay, ja, coole Sache, dankeschön. So, hol mal mein Nook-Film raus hier. So, das wäre erledigt.
Komm dann bitte wieder, sobald du einen Holzschrank angefertigt hast, ja? Okay, mach mal. Alles klar. Holzschrank. Gut, kleinen Moment. Gucken wir uns den mal an. Was will er? Er will bestimmt Holz. Sehr wahrscheinlich. Eisenholzkommode? Ach ne, ist eh da oben, weil er neu ist. Genau hier. 12 Holz. Okay. Das mache ich sehr gerne. Kleinen Moment. Oh, warte mal. Ich wollte noch schnell zum Noob-Shopping-Portal. Aber ich werde mal kurz einfach das Holz sammeln. Und dann können wir ja noch den Kleiderschrank herstellen. So, kleinen Moment. Ich überlege gerade. Weiß ich nicht. Machen wir das noch? Holz, so viel Holz habe ich nämlich nicht mehr. Ja, doch, warum nicht? Dann können wir das noch schnell machen. Aber kleinen Moment. Ach ja, da war doch schon die Steinaxt. Die möchte ich haben. Und dann kriegen wir auch noch ein paar Baumeier raus. So. Guck mal da, ist schon normales Holz. 12 Stück brauchen wir. Das ist mal relativ viel. Aber den Schrank können wir dann, glaube ich, behalten, oder? Also es wäre ja schön, weil ich meine, die Materialien stelle ich ja auch. Das ist zum Beispiel normales Holz. Das ist super. Das waren jetzt 3. Okay. Da kamen noch die Eier runtergepurzelt. Die nehme ich mit. Dankeschön. Guck mal da, die Orangen kann ich auch noch mitnehmen. Die können wir noch verkaufen. Wir müssen eh noch zu Nepp und Schlepp. Um da Sachen, ein bisschen Geld zu machen. Und ich habe ja auch Geld. Ich würde auf jeden Fall mein Haus abbezahlen, vielleicht. Oder wer weiß, man kann ja auch Bauprojekte machen jetzt irgendwie. Das muss ich mir auch angucken, auf jeden Fall. Das ist halt auch nochmal was ich mir noch nicht angeschaut habe. So. Hey Dieter, voll schön, dass du bei dir da rumsitzt. Voll cool. Na, mein Lieber? Wie geht's dir? Guten Abend, Kumpel. Auch in dieser Zeit gönne ich mir keine Ruhepausen. Lass uns quatschen. Was gibt es Schöneres als Sport? So 100 Kniebeugen. Bist du dabei, Kumpel? Nee, sorry. Bei den Kniebeugen, wozu? Ach nein, ich wollte gar nicht mit dir reden. Wollte nur Hallo sagen. Wirklich? Ah, alles klar. Okay, egal. So, wir hauen hier weiter gegen. Nee, hier haben wir schon gehauen. 1, 2 und 3. Da kommt das Ei herausgeflogen. So. Hier. Okay. Wie viel haben wir jetzt hier für Holz? 12 Stück brauche ich. Ey, das ist voll viel. Aber wir haben 7. Okay, das geht. Ups, zu kurz. Mein Arm ist zu kurz. Bernd, das Brot hat dasselbe Problem. Per. Okay, hier, ich mag auch unseren kleinen... wo sind die anderen Sachen hingefallen? Ach, da war... unseren kleinen Fortsatz hier. Irgendein Holz lag da noch. Ich weiß nicht, ob ich es mir genau jetzt glaube ich. So. Ja, aber immer ein Holz kommt raus meistens. So, hier würde ich nochmal gegenhauen, aber das mache ich lieber mit der Schippe. So. Genau, das haben wir noch nicht gemacht. Und Leute, ich sehe es jetzt schon kommen, dass die Folge ein bisschen länger wird. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich wollte auf jeden Fall noch zum Kakume und gucken, ob ich ihn besuchen kann. Er ist immer noch online, glaube ich. Falls nicht, dann gucke ich mal, was noch so offen ist. Aber ich denke, Kakume sollte auf jeden Fall einen Besuch verdient haben. Und das machen wir doch auch. Okay. Sehr schön. Aber ich will noch gerne ein bisschen Holz hier. Kleinen Moment, ich will das gerne machen mit dem Kurs da, den uns der gute Tom gegeben hat. So, hier brennt noch Licht. Ich guck mal kurz rein. Das müsste... Wer ist es denn? Wolli, glaube ich. Wolli! Wie geht's dir, Wolli? Da waren wir noch nicht heute. Na, mein Lieber, guck mal hier, sie ist auch schon am Kreieren. Na? Hm? Oh, du hast was gesagt, Nigoki. Boah, sorry, ich war total weggetreten. Wo warst du denn? Also, ich stelle gerade eine Wiese her. Was? Die Idee dazu hatte ich gestern beim Einschlafen, weil ich eben nicht einschlafen konnte. Checkst du das? Ach, egal. Wen interessiert's? Heute ist die heute... Was? Heute ist heute und ich bin sowas von... DEY-Fieber. Okay. Hey Nigoki, würdest du auch mega gerne mal eine Wiese basteln? Na klar. Oh ja, auch beim Basteln ein Star. Meine Anleitung beweist es. Na, die ist genial oder obergenial? Ja, okay. Das ist ein kinderleichtes Projekt. Das kriegst du locker flockig hin, Nigoki. Okay, danke schön. Was ist denn eine Wiese? Leute, was ist denn eine Wiese? Aber danke schön. Ich weiß jetzt, wie man eine Wiese herstellt. Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass man da für Unkraut braucht. Eine Wiese. Tatsächlich, 30 Stück. Okay, was ist das? Was macht das? Kann man die irgendwie... Gibt es da Info zu? Nö.
Weiß ich nicht. Ist das einfach zum Auslegen eine Wiese? Ist eigentlich cool. Ciao. Ist das ein Teppich vielleicht? Das wäre ja witzig, wenn man das für zu Hause machen könnte. So. Ist Unkraut? Warum nicht? So, wie viel Holz habe ich denn? Ich habe jetzt 9. Noch 3. Die werde ich ja wohl rauskriegen. Guck mal, da ist schon 1, 2 und... Okay, einen Baum muss ich wahrscheinlich noch fällen. Aber das mache ich jetzt noch schnell. So. Was heißt fällen oder anklopfen? So, da war mein 12. Sehr schön. Cool. So, wo ist die Brücke? Die müsste da sein. Dann nehmen wir die zurück. Zack, zack, zack. Coole Sache. Und dann schnell hier, genau. Wenn wir hier runterlaufen, dann kommen wir ins Haus. Und hier haben wir die Bergbank. Diese. Die meine ich. So, was soll ich tun? Etwas herstellen. Ich mag diesen Baumstamm. Der ist eigentlich cool. So, wo ist der Schrank? Hier. Ganz ehrlich, ich finde den eh cool. Können wir mal machen. So, danke sehr. So, schnell, schnell, schnell. Okay, den haben wir fertig. Holzschrank ist fertig. Genug fürs Erste. Dankeschön. So, wie viel Platz haben wir noch? Haben wir noch Platz? Ein bisschen noch. Okay, es geht. Falls uns Tom jetzt noch was gibt oder so. Okay. Hier rein. Ich mag, das sieht voll schön aus. Das Gebäude. Das ist mein Favorit geworden. In kurzer Zeit. Ach, süß, die Melinda gießt ihre Blume. Oh, das ist, die Details sind halt echt goldig, ne? So, hallo Tom, hier bin ich wieder. Ah, Nigoki, hallo, hallo. Willkommen in der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Guck mal hier, warte mal, der Bastelkurs, da bitte schön. Hier ist der Schrank. Oh, Nigoki, du hast deinen Holzschrank dabei. Dann ist es jetzt an der Zeit für dich, ihn umzugestalten. Du erhältst gleich die notwendigen Umgestaltungssets von mir. Stell dich bitte zunächst an die Werkbank. Okay? Gibt's hier noch eine Werkbank? Ist das hier eine Werkbank? Ach, tatsächlich. So, also, der Holzschrank ist bereit. Hm? Dann ist es jetzt an der Zeit, mit dem Umgestalten zu beginnen. Ich habe dir einige Umgestaltungssets in deine Tasche gelegt. Probier das Umgestalten doch gleich mal an deinem Holzschrank aus. Okay, dann nehmen wir uns den. Holzschrank. Weiß. Kirsch. Dunkel. Schwarz. Okay. Grün. Blau. Rosa. Und was benötigt der da? Zweimal Farbe oder sowas. Coole Sache. Aber dann können wir die halt einfach färben. Also umgestalten. Ja, ich mag das dunkle Holz, ganz ehrlich. Ich nehme das. So, okay. Mit dem Design Vorfahrt. Ja. Cool. Guck mal, wie ihr das ranklatscht. So. Ah, das sind diese Umgestaltungssets. Ich verstehe. Das heißt, ich musste die... Die kann ich bestimmt auch herstellen oder so irgendwie. So, wie du siehst, ist das Umgestalten ganz leicht, solange man nur Umgestaltungssets in der Werkbank benutzt. Okay. Die übrigen Sets kannst du ruhig behalten. Okay, nutze sie für dein nächstes Umgestaltungsprojekt, ja? Coole Sache. Finde ich sehr cool. Die Umgestalten... Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was er gesagt hat gerade. In erster Linie für Möbel und andere Items gedacht. Aber ich glaube, er hat gesagt, im Laden kann man die kaufen. Aber manche der Marktartikel, die im Laden verkauft werden, kann man ebenfalls umgestalten. So, es gibt zum Beispiel... Hallo, Juicy. Solche, bei denen du den Stoff ändern oder ein eigenes Design hinzufügen kannst. Herauszufinden, welche Items du auf welche Weise umgestalten kannst, macht eine Menge Spaß. Und damit wären wir am Ende meines Kurses zum Umgestalten angelangt. Dein umgestalteter Holzschrank wird sicher gut in dein Zuhause passen. Und nun mach erstmal eine Pause, hm? Die hast du dir verdient. Dankeschön, voll cool. So, ich gehe nochmal ganz kurz an die Noob-Dinger. Wir machen das einfach ein andermal mit dem Umgestalten von dem... Oder mit dem... Warte mal. War das Umgestalten? War doch jetzt einfach dieses Schrank umgestalten, oder? So, als Wiedergutmachung erhält jeder Kunde, der heute in Nupo 500 meinen. Sehr schön, dankeschön. Außerdem wird der Tagesbonus ab morgen so berechnet, als hätten sie das Nuke-Portal plus 7 Tage benutzt. Okay, cool. Wir hoffen, dass sie auch weiterhin das Nuke-Portal in Nukes mein Programm nutzen werden. Okay. Gut, also wir haben keinen Verlust gemacht, dadurch, dass das Service Center geschlossen hatte. So, ich gucke jetzt erstmal zu Nuke Mine einlösen, dann müsste es neues Zeug geben. Sternekuppe, was ist das denn? Was ist das? Details? Was? Ein Coupon über 3000 Sternis, den sie im Laden verkaufen können. Sofort verfügbar. Was? Okay, das ist, falls man so viel Meilen übrig hat und nichts damit anzufangen weiß. Aber das ist voll gut. Damit könnten wir eigentlich ein bisschen rein investieren. So. Nuke-Phone-Gestaltungskit. Okay, das ist eigentlich cool. Was heißt das? Zeig mal her. Ein Bausatz, mit dem sich die Hülle des Nuke-Phones an einer Werkbank bearbeiten lässt. Lieferung per Post. Okay. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Taschentrick für Profi, was ist das? Meistern Sie die Platzoptimierung? Was? Nein! Ihre Taschen sind noch mehr Items. Das nehme ich sofort.
Oh mein Gott. Noch mehr Items, Leute. Ich kann noch mehr zumüllen. Einlösen. Dankeschön. Oh, wie cool. Taschentricks für Profis wird gedruckt. Das ist richtig cool. Ihre Bestellung wurde gedruckt. Okay, sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt noch eine Reihe. Juhu. Ach so ist das. Alles klar. Gott sei Dank haben wir so viel Meilen gespart. Ey, voll cool. Ich habe die tiefsten Weisheiten der Packkunst gelernt. Jetzt bekomme ich massig Zeugs in meine Taschen. Richtig cool. Zeig mal her. Nein. Oh, guckt euch das an. Das ist voll cool. Oh, das hilft mir wirklich. Okay, schön. So. Ich muss nochmal ran. Noob mein einlösen. Was gibt's noch? Oh, das ist auch schön. Die sind beide cool. Die nehme ich beide. Und da habe ich auch gesehen, gibt es neue Bastelanleitungen, die du kaufen kannst. So, einlösen. Okay, jetzt werde ich hier die ganzen Meilen los. So. Voll gut, dass ich die aufbewahrt habe. So, die Bastelanleitung wurde übertragen. Dankeschön. Oh mein Gott, es gibt so viel Zeug. Möchten Sie noch was auswählen? Ja. So, Feldsteinmauer, Strohzaun, Gedenkstein. Der sieht richtig toll aus. Den will ich. Auf jeden Fall. Gut, dass wir gerade noch die Vergrößerung gekauft haben, die wir jetzt brauchen. Einlösen. So, Gedenkstein wird gedruckt. Danke sehr. Oh, die Bastelanleitung wurde übertragen. Sehr schön. Okay, also wir brauchen jetzt nicht weiter lernen, glaube ich. Möchten Sie noch was auswählen? Ja? Okay. Ah, wir könnten den auch doppelt kaufen. Oder haben wir den jetzt doch im Inventar? Weil dann könnte ich die auch verschenken, oder? Aber die habt ihr ja bestimmt auch dieselben zur Auswahl. Wegweiser, Brunnen. Oh mein Gott, es gibt richtig cooles Zeug. Freiluftbad, Silo. Oh nein, Leute, es kostet alles so viel Geld. Ich gehe jetzt erstmal durch, aber ich kann nicht alles kaufen, einfach. Sitzgelegenheiten. Oh mein Gott, wie cool. Verkaufautomat, eine Uhr. Parkstanduhr, die ist halt auch richtig cool. Oh fuck, ey, Leute, es gibt so viel Zeug. Ich glaub's nicht. Ich kann's nicht fassen per Post. Das braucht halt alles einen Tag so. Also wir kriegen das jetzt nicht sofort rein. Okay, genug Teppich und so, das bleibt Gott sei Dank noch. Der Beutel und die Socken, die sind noch da. Was ist das hier? Monsterfigur? So ein Godzilla, ey. Der ist auch voll groß, glaube ich. 5000. Oh mein Gott. Okay, passt auf. Also es macht halt Sinn, Bauanleitungen zu kaufen. So, Sterne-Coupon, Nupen. Okay. So, ich habe jetzt schon die Feldsteinmauer gekauft, oder? Ich weiß es nicht mehr. Strohzaun. Die Mauer sieht halt toll aus, so. Ich weiß nicht, habe ich die schon gekauft? Den Gedenkstein kaufe ich. Die Bastelanleitung für den Gedenkstein kostet 800 Meilen. Möchtest du einlösen? Ja. Okay. Voll schön, der Gedenkstein sieht toll aus. So, die Bastelanleitung wurde übertragen. Der braucht bestimmt auch noch Steine oder sowas. Und davon haben wir eh so viel. So, ich möchte noch was auswählen. Dann haben wir Kanaldecke. Okay, brauche ich jetzt nicht. Trinkbrunnen. Okay, sieht eigentlich cool aus. Wegweiser ist cool, den würde ich mitnehmen. So, Wegweiser kostet 1500. Ja, die nehme ich. Dankeschön. So, ich gebe jetzt alles aus, Leute. So ist es halt. Und ich kriege ja auch neue Meilen, was soll's. Aber das ist voll cooles Zeug so und ich will das haben. So, dankeschön. So, möchte ich noch was auswählen? Ja. Oh, der Brunnen sieht toll aus. Grundwasserbrunnen, den nehme ich mit. So, Bastelanleitung für den Grundwasserbrunnen. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Steinbogen so mitnehmen soll. Ich überlege, ich gehe schon im Kopf durch, ob ich irgendwas damit mache. Aber, fällt jetzt nichts ein. Aber wir haben ganz schön viel Steinobjekte. Also können wir theoretisch mit dem Steinbogen voll viel machen. Wir könnten so ein Stonehenge könnten wir so anlegen damit. In der Art. Wisst ihr, so ein Ring. Eigentlich cool. Ich nehme den. Und dann da so Sitzgelegenheiten. Doch, mir fällt was ein, was wir damit machen können. Das ist cool. So. Wasseranleitung. Und da können wir halt unsere Steine mal so ein bisschen auch loswerden. Cool. Oh, ich hab jetzt schon Visionen für die Zukunft. Oh, hier gibt's so viel Zeug, ey. Ich muss mir jetzt nicht alles heute kaufen, vielleicht. Das Silo, sieht auch cool aus. Was ist das hier? Heldenroboter, den könnten wir auch bauen. Könnten wir lernen, so. Eigentlich cool. So, ich werde vielleicht nochmal hier so ein bisschen Itemzeug mitnehmen. Ich finde den Verkaufsautomaten ziemlich cool. Den muss ich sagen, den will ich haben. So, möchtest du 2000 Meilen? Ja, den lasse ich mir einfach für morgen schicken. So, cool. Möchte ich noch was? Ja. Oh mein Gott, ich bin so glücklich darüber, über das hier alles. So, diese Uhr will ich. Möchtest du für 2400 Meilen diese Uhr? Ja. So, danke schön. Jetzt haben wir kaum noch irgendwas. Und eins können wir uns noch kaufen. Irgendwas, was für 1000 kostet oder so.
Das gibt's nicht. Gibt nichts für 1000. Doch, hier gibt's noch kleine. Nee. Oh, das Zeug ist so cool. Telefonzelle. Hier vielleicht noch. Toilettenhäuschen. Nee. Straßenlampe. Die ist eigentlich auch cool. Nämlich noch so eine Straßenlampe. Ja, wir finden schon irgendwas, wo die reinpasst, so. So, Beleuchtung ist immer cool, das macht Spaß. Auch gerade nachts. Und wir sind ziemlich viel nachts oder abends unterwegs, deswegen macht das Sinn. So, noch was auswählen? Nee, wir haben, kommen leider nicht mehr. Okay, dankeschön. Aber ich nehme noch einen anderen Service, genau. Hier die Nook-Shopping-Sachen, da gehe ich nochmal hin schnell. So, besondere Waren, was habt ihr denn? Fußbodenspot, okay, cool, da haben wir schon ganz viel von. Wisst ihr was, wir verschenken die mal. Ich schenke euch mal Fußbodenspots geschenkt. An den Scarb. Der kriegt ein. So, bitteschön. Wir machen hier diese lustige Pusteblume. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du mal für mich da bist. So, bitteschön. Okay. Bitteschön. Weil ich mag die auch gerne, die Fußbodenspots. Ich habe jetzt noch keine Verwendung dafür. Und man kann damit Sachen schön beleuchten, so. So, der Artikel wurde verschickt. Und ein Kofferplattenspieler. Der ist jetzt nicht so cool, muss ich sagen. Aber ich verschicke noch ein Dings an die Juicy. So. So, du kriegst auch hier die Pusteblume von mir. Dein Nigoki. Sorry, wenn ich es mir einfach mache, aber das macht es leichter fürs Let's Play, weil es dann schneller zu schreiben ist. Oder wenn das so ein Text ist, der so vorgefertigt ist, dann ist es leichter, den zu nehmen. Und ich meine das natürlich, dass das steht. Und ich bedanke mich so bei euch, quasi für die netten Sachen, die ihr mir schickt. Ist zwar jetzt nicht so... Ich werde mir auch noch irgendwann spontan noch was für euch überlegen. Guck mal, hier gibt es noch türkise Schuhe. Die kaufe ich mir auch. Bestellen. Und ich hatte ja versprochen, ich nehme eine neue Stinksbums. Und das sieht schön aus. Einen neuen Musiktrack, den kaufe ich mir auch nochmal. Bestellen. So. Ni hao. Cool, ni hao. Das ist chinesisch. Das hatten wir auch noch nicht. Das nehme ich auch mal mit. Das ist relativ pink. Okay, vielen Dank. Und das Neuner-Shirt, haben wir das schon? Ich glaube, das haben wir schon. So, die Sportbrille mochte ich nicht. Aber das pinke Bandana, das habe ich noch nicht. Das nehme ich auch. Vielen Dank. So, das war's. Coole Sache. Ich könnte noch was nachbestellen. Aber ich habe jetzt keinen Bedarf gerade. Mir fehlt gerade nichts ein auf jeden Fall. So, beenden. Okay. Gut, dann haben wir hier heute viel gemacht. Das ist voll süß, wie die Melinda in ihrer Blume riecht. Das ist so, so süß. Okay. Cool. So, hallo, Coco. Na, alles fit bei dir? Wie schön, dich zu sehen, Hopsa. Lass uns plaudern. Seinen Tag durchzuplanen verleiht dem Leben Struktur. Aber manchmal darf man auch ruhig spontan sein. Ja, du hast recht, Coco. Und so ist es auch bei mir, Leute. Oh, hier ist dir. An dich habe ich vorhin gedacht. Nachtleute, Grüße. Nachtleutige Grüße, Knuffi. Wie geht's dir? Was ist mit deinem Shirt passiert? Hast du nichts an? Sag mal, Marion. Ich würde mit dir reden. Das Leben auf einer einsamen Insel hat was wie. Unsere Insel ist gar nicht so einsam, wie, wenn du das meinst. Nö, ich finde, sie ist nicht mehr einsam. Und der Barry ist hier. Oh, die ist voll süß, wie die alle sich hier bereit machen. Und ich mag, wie das leuchtet. Das sieht richtig schön aus, Leute. Ich bin so glücklich mit Animal Crossing. Das ist voll schön. Wisst ihr was? Ich werde nochmal ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Weil ich auch Bedürfnisse habe dazu. Ganz kurz hier an meinen schönen Lieblingsplatz gehen. So, eine Flaschenpost. Na Mensch, als wären wir prädestiniert dafür. Ich will noch mal kurz aufs Meer rausgucken, einfach bei der Brise. Es sieht voll schön aus. So. Ups. Da bleibst du drauf. Hier. So. Der Mond, ey. Oh, es ist so toll, Leute. Vielen Dank auch, dass ihr dabei seid einfach. Das ist voll schön. Ganz ehrlich, ich meine, wir können ja ein bisschen darüber reden auch. Ich habe das Let's Play jetzt angefangen von Animal Crossing. Der ganze Kanal, den habe ich jetzt angefangen seit Januar wieder zu beleben. Und ich sehe einfach, dass Leute reingucken und das ist unglaublich faszinierend. Ich hätte nicht damit gedacht, dass das überhaupt eine Resonanz kommt so. Das war für mich gedacht und auch das Let's Play und die beide Let's Plays aus Stardew Valley machen mir nach wie vor extrem viel Spaß und deswegen laufen die einfach noch. Das ist einfach mein Hobby so. Und deswegen ist es voll schön, dass ihr reinschaut bei den Sachen, die ich mache. Gerade heute, in der heutigen Zeit, ist es voll oft so, dass die
dass die Sachen eher kurz gehalten werden, auch gerade das Let's Playen und so. Und das will ich nicht. Ich will einfach meine Zeit mit euch verbringen und euch exakt das zeigen, was ich mache und wie ich das Spiel spielen würde, im Endeffekt, wenn ich alleine wäre auch. Nur, dass ich es da nicht kommentieren würde. Und ganz ehrlich, ich vermisse das ein bisschen in Spielen, die ich alleine spiele, zu kommentieren so. Das Problem ist, also jetzt, ne, wenn man das täglich macht, das ist eine Routine geworden. Irgendwo. Aber natürlich genieße ich auch Sachen. Oh, der Gulliver! Oh, Mensch, Schiete. Pass auf, Gulliver, vielleicht komme ich nachher noch zu dir. Ich hatte versprochen, den Kakumi zu besuchen. Und der ist immer noch online. Der wartet ganz, ganz... Oh, warte mal, Fernsteinmauer. Wisst ihr was? Steinbogen, Grundwasser, Gedenkstein. Den Gedenkstein... Oh, den habe ich eh doppelt gekauft. Wisst ihr was? Ich gebe den Kakumi als Geschenk. So, den lernen. Ich lerne jetzt mal das Zeug hier kurz. So, cool. Haben wir ein bisschen was frei wieder. So, Weltwegweiser, der ist auch cool. So. Juhu! Mist, ich dachte, ihr kriegt das direkt. Aber nein, wir müssen es noch lernen, alles einzeln. So, Grundwasserbrunnen ist auch cool. Und da war noch eine Anleitung in der Flaschenpost. So, aber den Kakumi müssen wir auch was mitbringen. Wenn er das nicht schon hat. Wenn er das schon hat, dann ist es so. Aber ich finde den schön, den Gedenkstein, so. Und warum... Ja, nicht vielleicht auch. So, öffnen. An den Besitzer einer Gratisflasche. Hab mein Haus aufgeräumt und dabei eine alte Bastelanleitung gefunden. Hast du ein Glück, diese Flasche gefunden zu haben. Mach was draus, Baumeister Lupo. Okay, dankeschön. Simpel Wäscheleine. Okay, die haben wir schon ein paar Mal gefunden auch. Nein, eine Wäscheleine noch nicht? Okay, die können wir uns vielleicht auch mal angucken. So, wir haben ziemlich viel Zeug und oh, 48 Umgestaltungssets, ist auch voll cool. Fettsteinmauer, die können wir noch erlernen. So, und dann haben wir alle. Und dann gucke ich mal rüber zum Flughafen. Ich habe den Fisch vertrieben, halb so wild. Gucken wir mal, ob der Kakumi online ist. Das wäre ja schön. Barry, hallo! Ich bin voll zufrieden mit meinen Bewohnern. Ich mag die voll gerne. Ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, irgendwie... So, beim Dieter dachte ich zuerst, naja, aber der Dieter ergänzt es schön, muss ich sagen. Er ist so ein bisschen sportlicher. Und dann habe ich die beiden Schlendrian-Schafe. Dann der Barry ist halt so ein Cutie. Und dann Coco ist eher schlau, finde ich. Also es ist eine gute Mischung. Ist also cool. So, hallo Dodo, Airlines, Bodo. Hey, 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 willkommen zum Tor der Lüfte im Flughafen Luna Isle. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte fliegen, mein Lieber. Fliegen. Roger, du scheinst übrigens ja auch ein Mindticket zu haben. Nee, ja, das ignorieren wir mal heute. Da habe ich auch noch genug zu tun. Eigentlich habe ich Content für 2 Episoden am Tag. Ich hätte jetzt auch noch die ganze Zeit neu dekorieren können, die Inseln. So, ich habe voll viele Ideen, was wir machen können. Das machen wir dann aber. Nächste Folge einfach. Ich werde relativ schnell wieder aufnehmen jetzt. Also es wird jetzt nicht so lange dauern. Die letzte Folge kommt jetzt relativ spät raus. Ich glaube, ich schaffe es auch, glaube ich, nicht vor 24 Uhr. Ich versuche es auf jeden Fall. Wir versuchen erstmal, das jemanden zu besuchen. Entschuldigung. So, möchtest du über den lokalen Modus oder über den Online-Modus? Ich würde sagen, mein lieber Bodo, ich nehme das Online-Spiel. So, verstanden. Die sind übrigens jetzt rechts oben, wie wir sehen, auf Version 1.1.4. Die sind relativ häufig am Updaten. So, Roger. Da steht natürlich Roger. Verbindung zum Internet wird hergestellt. Das funktioniert hoffentlich gut. Mein Router ist gar nicht so weit weg. Speichervorgang berühre nicht Power. Das hatte ich nicht vor. Das wäre auch ziemlich schwierig jetzt, muss ich sagen, wenn ich da hinlaufe und Power berühre. Wie möchtest du verreisen? Ich möchte eine Freundesliste. So. Suche nach Inseln läuft. Mal gucken, wen wir offen haben. Wir haben gerade einen Flug nach Car City. Stadt klar. Möchtest du dorthin? Ich denke, das macht Sinn, dass das Kakumi ist. Und ja, da möchte ich hin. Abflug. Kakumi, ich komm vorbei. Ich komm vorbei, mach den Kuchen ready. Ich hab dir auch was mitgebracht, eine kleine Anleitung. Ich hoffe, die hast du noch nicht. Und wenn ja, dann tut's mir leid, jetzt schon. So, dann kann es losgehen. Viel Glück. Danke, Bodo. Ich bin ganz gespannt. Cool. So, komm mal den Kakumi besuchen. Ich bin gespannt, was da so auf der Insel abgeht. Und Car City. Boah, Car City ist auch ein schöner Name so. Wird eine ganze Stadt werden eines Tages. Mit Hochhäusern und Bäckereien und, ja, ein Museum hat er bestimmt schon. Und er ist bestimmt auch so ein super weiter Progress. Mal gucken. Und auch welche Bewohner er hat, interessiert mich auch. So, der Landeanflug müsste gleich starten. Gucken wir mal. Kakumi, es ist natürlich dunkel. Tut mir leid, dass es zu spät vorbeischneie. Hier spricht euer Captain, in Kürze erreichen wir Car City.
Bringt eure Sitze in eine aufrechte Position und prüft, ob jeder seinen Gurt angelegt hat. Die Ortszeit beträgt 21:38 und der Himmel ist wolkenlos, auch die Temperatur ist ganz okay. Cool eigentlich. So, gut festhalten, nicht umsonst sind wir die einzige Fluggesellschaft, die mit der Wasserlandungsgarantie. Okay, ist eigentlich jetzt schon süß, was ich gesehen habe. Ich mag so kleine, muckelige Ecken. Und da habe ich jetzt schon ein, zwei gesehen sogar. So, wir warten einfach mal, bis er uns abholt hier. Hallo. So, vielleicht können wir auch was sagen. Huhu, schreibe ich mal. Huhu, das ist nämlich leicht zu buchstabieren. Ah, da ist er. Guck mal. Hallo. Huhu. Juhu. Voll süß. Warte, so. Wir freuen uns. Ja. Ich glaube, er schickt mir gerade einen Invite. Ich hole mal auch mein Phone raus. Kleinen Moment. Das ist jetzt schon genau das 21. Jahrhundert, was wir hier machen. Wir stehen nebeneinander, aber wir haben beide unsere Phones draußen. So, die Anfrage ist draußen von Kakume. Die nehmen wir natürlich gleich an. So, sind jetzt beste Freunde. Juhu! Herzlich willkommen in der Freundesliste, Kakume. Süß! Ich mag, dass du dieselbe Mütze anhast wie ich. Und dein Outfit ist cool. Ganz so schwarz. Und mit Brille. Ich mag deine Mütze, schreibe ich. Ich mag die Mütze. So, Entschuldigung, ein bisschen was muss man ja schreiben. Mag. Und ich mag ja jetzt auch schon, wie er krass mit Blumen gearbeitet. So, ich mag die. Wir brauchen viel mehr Blumen auf unserer Insel. Ich mag die Mütze. Welch hoher Besuch, Süße. Ich mag die Mütze. Antworten wir jetzt ein. Ich mag die Münzfünfe. Ich mag die Mütze. Süß. Und hoher Besuch sind wir nicht. Kakumi, das sind wir nicht. So, komm. Hier, guck mal. Diese Panflöte habe ich von der Juicy bekommen. Mit der spiele ich jetzt mit dir. Schön, oder? Ich auch. Süß, komm, wir gucken uns mal ein bisschen um. Kann ich hier durch? Ja, okay, kann ich. Ah, okay. Das ist cool. Oh, das ist voll toll. Das ist wahrscheinlich sein eigenes Haus schon. Okay, dann fangen wir heute damit an. Ich gehe erstmal kurz rum ums Haus und gucken wir mal das da hinten an. Okay. Ah, die Blumen sind richtig toll. Und er hat sich auch viel mehr Grundstück gegeben, als ich mir. Irgendwie. Ich habe hier alles so ein bisschen kleiner gemacht. Bei mir die Japan-Maus so klein, irgendwie muckelig. Aber ich mag den Platz, ganz ehrlich. Und ich mag auch seinen Regiestuhl. Der wäre eigentlich auch super für uns. Da könnten wir uns auch mal verabschieden irgendwie so. Das ist eigentlich auch schön. Und das Haus ist auch ziemlich groß. Echt entspannt. Cool. Ah! Ich wollte gerade reinkommen. Komm, wir gehen rein. Ach cool, er hat sein Tambourin geholt. Voll süß. Ich mag das voll. Warte mal. Warte. Voll süß. Ich mag das. So, ich geh mir jetzt dein Haus angucken. Hallo, jemand da? Oh, es ist voll schön, dein Garten und alles. Das ist so groß, das gefällt mir. Vielleicht müsste ich mein Haus auch mal umstellen, irgendwo, wo ein bisschen mehr Platz ist. Wow, okay. Der Boden ist schon cool, auf jeden Fall. Der sieht schon mal cool aus. So, was ist... Ihr habt alle so einen Katzenbaum. Ihr seid alle so Katzenmenschen, auf jeden Fall. Ah, und hier kann man einfach durchlaufen. Okay, ich mache ich gleich. Und der hat auch die kleine Werkbank. Und das ist cool, der Verstärker hier. Ich will auch so einen Verstärker. Kann ich da Musik anmachen? Warte, leg das doch mal weg hier. So, warte. Nee, können wir nichts machen. Okay, aber er hat einen Spinner als Haustier. Cool. Warte mal. Kakume, ich habe vielleicht diesen lustigen Grabstein für dich. Ich weiß nicht, ob du den schon hast. Kann ich bloß erlernen. Den kann ich hier nicht aus... den kann ich nicht... Dann muss ich den dir schicken vielleicht. Warte mal, habe ich irgendwas anderes für dich? Ich würde jetzt ungern dir das Bambus-Ding geben, weil das möchte ich gern selbst. Aber guck mal, ich habe noch einen Holzschrank. Okay. Nee, ich habe sonst nichts. Kann ich was herstellen bei dir vielleicht? Warte mal. Zeig mal her. Könnte ich sogar. Was soll ich an der Werkbank tun? Herstellen. Bitte, was?
Bitte schließe das Fenster. Okay. Bitte beende das Gespräch. Warum? Warum soll ich das beenden? Welcher Vorgang, berühre nicht Powerknopf. Was ist gerade passiert? Hä? Oh, totschicke Frucht. Passagier Juicy kommt. Ah, Juicy kommt. Oh, sorry, Kakume. Juicy kommt. Pass auf, dein Kakume kommt doch auch auf meine Insel. Dann kommt ihr doch alle vorbei einfach. Natürlich habe ich meine Insel gerade offen. Aber weil die Juicy kommt, bin ich bei Kakumi rausgeflogen. Entschuldigung, Kakumi, dann schulde ich dir noch einen Besuch. Okay, das artet jetzt ziemlich aus, Leute. Aber ist gar kein Problem. Das machen wir trotzdem alles schnell. Okay, warte mal, ich sag dem Kakumi, dass er auch vorbeikommen soll. Juicy ist von Shinobi da. Hallo, Juicy! Na, schön, dass du vorbeikommst. Yo, okay. So, warte mal, ich mache einfach einen Call an alle Freunde, die jetzt online sind. Und sag denen, die sollen vorbeikommen. Oh, Juicy ist einfach vorbei und sagt, was ist gerade passiert? Warte mal, Juicy ist auf der Insel, schreibe ich ihr. Ups. Juicy. Aber schön, dass ich nicht rausgeflogen bin. Juicy ist zu mir gekommen, schreibe ich. Ist gekommen. Oder ist sie jetzt bei... Ah, nee, sie ist bei uns. Schön, dass ihr euch auch kennt. Ah, das ist ja voll schön, dass ihr euch kennt. Juicy ist da. Juicy ist da. Cool. Hä, wie kamst du rein, Juicy? Ich wusste nicht, dass ihr euch in der Freundesliste hattet. Voll lustig. Okay. Erwischt. Okay. Lustig. Okay, dann haben wir aber noch Zeit, uns sein Haus ein bisschen anzugucken. Okay, warte mal. Lass uns alle Musik spielen. Pass auf. Panflöte ausrüsten. Warte mal, habe ich noch Leben dabei? Nee, leider nicht. Sonst hätte ich mir noch eine neue Ocarina hergestellt. Okay, ich muss mir noch sein Haus angucken. Das müssen wir noch machen, sonst wird die Folge ewig lang. Oh, die sind drüben, okay. Die lassen wir natürlich hier. Die fassen wir nicht an. Gut. Und dann gucken wir nochmal nach da links. So. Cool, die Rüben hebt er sich bestimmt auf, damit die Rübenpreise, also für die Rübenpreise halt, ne? Okay, hier hat er eine Küche mit ein paar Kisten. Süß eigentlich. Ich finde das voll schön, dass man sich so mehrere Zimmer da machen kann. Was ist denn das hier? Zeig mal her. Was wohl da drin ist? Ich werfe einfach einen klitzekleinen Blick hinein. Verstehe, so sieht das also aus. Okay, wir können die sehen, was drin ist. Aber vielleicht kann man da Sachen einfrieren, so Früchte lagern oder sowas. Das wäre voll cool. Sieht eigentlich schön aus. Ich mag die Küche. Aber viele Leute haben links... Oh, warum seid ihr im Schlafzimmer verschwunden, ihr beiden? Also, ich will euch ja nicht stören. Vielleicht wollt ihr ein bisschen Private Time. Ah, süß. Cool. Ah, sieht voll hübsch aus. Sieht halt voll aus wie ein Schlafzimmer. Gefällt mir voll. Warte mal. Hier. Mach doch mal die Lampe an. Sie wollen raus, aber sie können nicht raus. Lustig. Warte mal. Ich muss ein Emu dazu machen. Oh, er kann voll die süßen Emus machen. Voll gut. Okay, ich werde noch ganz schnell über seine Insel huschen. Damit wir da... Ich dachte, Juicy wäre bei uns auf der Insel. Aber ich habe die ja gar nicht aufgemacht. Juicy kam jetzt zu Kakume mit auf die Insel. Das ist halt voll cool. So. Okay, dann husche ich mal hier rum noch. Cool, hier hat er sein Museum und so ein Stonehenge, auch so ein kleines bisschen. Aber genauso will ich es auch machen. Aber ich mag auch die Einleitung. Ist eigentlich cool. Hab nicht so viel Zeit. Okay. Was? Ach nee, hab noch nicht so viel, schreibt er. Okay, nee, es ist voll schön, Kakumi, ganz ehrlich. Das, was du hast, gefällt mir voll gut. Nee. Nee, ist voll schön, schreibe ich.
Ist schon echt süß. Ist echt schön. Ist schon. Nee, ist schon toll, schreibe ich. Oh, danke schön. Dankeschön, Kakumi. Warte mal, vielleicht habe ich ja auch was. Kann ich das jetzt droppen hier drin? Hier draußen? Ja, kann ich. Warte mal. Komm her. Wo bist du? Da bist du. Ich weiß nicht, ob du den schon hast. Es wäre schön, wenn du den benutzen kannst. Wäre cool. Ja, cool, dass du ihn gelernt hast. Voll gut. Tee. Freut mich. Süß. Okay, cool. Warte mal, ich guck mich mal nach außerhalb um. Okay, hier hat er seine Sachen noch. Ich grab auf jeden Fall nichts rum bei seinen Eiern. Und er hatte ja auch eine schöne Stelle, muss ich sagen. Cool, hier baut er gerade was. Ist das ein Bauprojekt? Kann ich da was spenden? Ja, kann ich. So, guten Abend. Was möchtest du spenden? Ich habe allen 5000 gespendet, ich gebe dir auch 5000. So, wir haben bis jetzt 197 Sterne. Wow, na, da hast du ja reingehauen schon, Kalkumi. So, hier, warte mal, hier kannst du 5000 haben. Oder warte, wenn du noch gar nichts hast, ich gebe dir das Doppelte. Bei den anderen hatte ich noch nicht so viel. So, ich gebe dir mal 10. So, danke schön, weil du mich so nett empfangen hast. So, vielen Dank. So, haben wir ein bisschen gespendet, sehr gut. Zack, hier gehen wir noch rüber. Und hier könnte man theoretisch auch schon hochgehen. Ich weiß nicht, kann Kakumi auch schon nach oben? Hat er das schon freigeschaltet? Ja, kann er. Da ist er. Sehr gut. Dann gucken wir mal hoch. Ah, ich mag auch, dass er hier oben so einen Übergang hat. Der sieht toll aus, dass man hier so rüberlaufen kann. Oh, das ist voll schön hier oben bei ihm. Das ist voll toll. Oh, hier würde ich mein Haus haben irgendwie. Das sieht voll toll aus. Hier mit dem kleinen Teich und so. Und dem ganzen Wasserfall. Voll cool. Störe euch nicht. Nein, du störst nicht, Juicy. Überhaupt nicht. Ist voll schön, dass du vorbeigekommen. Ich wusste gar nicht, dass das geht überhaupt. Voll cool. Nee, nee. Also mich störst du nicht, Juicy. Warte. Alles gut. Alles Gusex. Huch. Bitte schließe das Fenster. Okay, ich glaube, sie ist gerade gefahren. Ja. Aber süß, dass du da warst, Juicy. Voll cool. So, Juicy, geh nach Hause. Gute Reise. Okay, ich wusste nicht, dass das funktioniert. Voll cool. Nee, du hast überhaupt nicht gestört. Ich finde das voll schön. Ich werde auch irgendwann die Insel für euch alle aufmachen. So, dann kommt ihr alle mal zu mir und dann chillen wir. Und dann mache ich uns noch vorher einen schönen Platz, wo wir Tee trinken können alle zusammen. Mit meinen Bewohnern und so. Apropos Bewohner. Ich habe noch gar keinen Bewohner von ihm angesprochen. Ich guck mal, was er so hat für Leute. Das wäre vielleicht interessant. So, warte mal. Ups. Okay. Ach, okay. So, hat er ein Haus hier? Nee, ich glaube nicht. Mist. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, da hat noch Licht gebrannt in dem einen Haus. Da gucke ich mal hin. Ah, er hat eine Majora's Mask Flagge. Voll schön. Richtig cool. Ich liebe Majora's Mask. Das ist einer der meiner Lieblingsteile von Zelda. Und er hat sich so ein Laternenpfeil bestellt. Okay, ist auch interessant. Die sind relativ groß, offenbar. Hier ist sein Laden. Okay, ich guck mal, was sein Laden hat. Ich kann vielleicht ein paar Sachen verkaufen. Oder auch kaufen. Ich war noch nicht mal in meinem eigenen Laden zu Hause. Das müssen wir noch machen, irgendwie, wenn wir nach Hause kommen. Okay, was ist denn das hier? Verkauft, okay, das andere hat er gekauft für heute. Das ist ein Ofen, okay. Ich meine, ich brauche jetzt keinen Ofen, ich habe noch keine Küche. So, und hier gibt es Taschentücher. Aber was habt ihr denn für Böden? Zeig mal her. So, Interesse an einem Artikel im Regal. So, zeig mal her, ja, habe ich. Und zwar, ach nee, hier können wir das machen. Was? U-Bahn-Fließwand, weiß, okay. Puzzle, okay, das Ding haben wir schon. Der Boden sieht cool aus, Dunkelparkett. Den würde ich vielleicht mal mitnehmen. Und rosa Blümchen-Tapete gefällt mir nicht. Aber das ist cool, Dunkelparkett, kostet 1500. Nehme ich, dankeschön. So, vielen Dank für deinen Einkauf. So, cool. Okay, vielen Dank. Coole Sache. Da
Dann haben wir da nochmal was mitgenommen, ein bisschen in die Wirtschaft hier investiert. Ich hätte eigentlich auch verkaufen können bei denen, glaube ich, aber das ist halb so, das mache ich dann zu Hause. Okay, ich frage mich, wenn ich hier seine Kiste benutze, ob ich dann auch das Geld gut geschrieben kriege, zu Hause so. Oder ob das für ihn ist dann. Und hier ist noch... Cool, hier ist eins seiner Bewohnerhäuser. Ich guck mal rein. So. Schnell reingeschneit. Da kam die Juicy vorbei. Voll cool. Ah, süß, ein Koala hat er. Ist alles grün. Wie, genauso grün wie der Koala. Hallo, wer bist denn du? Der Pepe. Na sowas. Ah, ein neues Gesicht. Du bist wohl von einer anderen Insel, ja? Mein Name ist Pepe. Ach, du heißt Nigoki. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin auch erst kürzlich hergezogen und noch auf der Suche nach den bergigsten Laufstrecken hier. Aber wenn du mal wieder da bist, melde dich bei mir, Liptus. Liptus für Eukalyptus wahrscheinlich. Huh, brauchst du vielleicht meine Hilfe, Liptus? Lass uns plaudern. Wie läuft dein Training für den Häschentag? Ich hoffe, du lässt es nicht schleifen. Zumindest, wenn du viele Holzglückseier finden willst. Besonders Palmen sollen da ergiebig sein. Die mögen ganz unschuldig und eierlos tun, aber lass dich davon nicht täuschen. Liebevolle Schläge auf den Hinterstamm erhöhen bei denen das Schenkvermögen. Okay, Liptus. Danke sehr für den Tipp. Voll süß. Okay, freut mich voll. Deine Insel ist toll, gefällt mir voll gut. Kakumi, aber ich muss leider zurück, sonst ist die Folge schon krass lange. Ich sag noch Tschüss bei dir kurz und ich sag auch Bescheid. Muss dann zurück, schreibe ich. Muss leider los. Das sind kurze Wörter, die kann man schnell schreiben. Lahi, lahi die er. Und dann bloß noch drei Buchstaben. L, O und muss leider los. Und dann... Okay, aber voll schön, dass du mich empfangen hast. Warte, ich schreibe noch Danke. Danke, dass ich da sein durfte. So. Und es war ja vielleicht nicht das letzte Mal, gerade für euch, das zählt für euch alle. Weil ich komme gerne zu Besuch. Und außerdem will ich sehen, was ihr für Progress macht, so wie eure Inseln... sein... Das ist ein langer Satz, Entschuldigung. Aber ich mag lange Sätze gerne. Doof. Tö. Süß. Okay, entspannten Tag, der No. Noch, meint er wahrscheinlich. Wo war er? Er muss hier sein. Ja, genau. Cool, okay. Tihi. Okay, dann renne ich mal zurück. Süß. Das ist echt cool. Dass er mich noch begleitet auch. Voll schön. Okay. Hallo. Immer wieder schön, Besucher auf Car City begrüßen zu dürfen. Was kann ich für dich tun? Ich gehe nach Hause. Roger. Heimkehr wird vorbereitet. Cool, Kakumi. Und jetzt haben wir halt uns auch in der Freundesliste, jetzt können wir uns auch schreiben, Sachen. Beziehungsweise, was ich damit meine, ist, dass du mir schreibst und schönes Zeug schickst. Nein, Quatsch. Ich versuche mich auch zu revanchieren, wenn ich kann. Auf jeden Fall. So. Ich werde mal offline irgendwann so mich mal hinsetzen und einfach nur euch schreiben und vielleicht noch ein paar Sachen anfügen und so. Wenn ich das schaffe. Gucken. Ansonsten können wir auch gerne in den Kommentaren irgendwie uns kurz schließen. Da freue ich mich natürlich auch drüber. So, da bin ich zu Hause. Hier spricht euer Captain. In Kürze erreichen wir Luna. Bitte macht euch bereit zur Landung. Bringt eure Sitze in eine aufrechte Position und prüft, ob jeder sein Gut anhat. So, ist aber schade eigentlich, dass wir da jetzt noch kein dekoratives Zeug haben. Also ist schon ein bisschen was Dekoratives da. Gut festhalten. Aber ich würde gerne über den Eierbereich fliegen, so. Das wäre voll cool, wenn man das als erstes sieht auf der Insel. Das wäre voll schön, so. Das Ding ist, ich musste halt mich kurz halten, Kakumi, für die Folge, sonst ist die super lang und ich will keine 2-Stunden-Folge drehen jetzt unbedingt. Okay, cool, es hat noch ein paar Meilen gegeben. Wir können, glaube ich, noch andere Meilen abholen. Ich werde trotzdem nochmal ganz schnell zu Nap und Schlapp zu mir. Sieht eigentlich echt hübsch aus hier. Gefällt mir voll. So. Nap und Schlapp! Lasst mich rein! Dankeschön! So, mal gucken, was die bei mir verkaufen noch. Ein Anatomie-Dingsbums. Voll cool. Und ein Bett, richtig. Ah, oh, das ist ein Futonbett. Das möchte ich haben.
Das ist ein Photon-Schlafplatz, genau. Ja, das möchte ich auf jeden Fall. Das ist voll geil. Gib mir das. Cool. Dankeschön. Super. Richtig cool. So, und dann das möchte ich auch. Das sieht voll cool aus. Ein Anatomiemodell. Oh mein Gott. Richtig mit Darm und allem. Und Muskeln. Ja, das nehme ich auch. Das ist zwar teuer, aber ist egal. Ich nehme das. Das ist cool. Okay, und den Bären. Der ist auch voll süß. Das ist ein grüner Bär. Den will ich auch. Das ist ein Babypanda. In grün. Ja, gib ihn mir. Danke für den Einkauf. Dankeschön. 1800 Sternis. So, den können wir nochmal doppelt kaufen, aber machen wir jetzt nicht. Interesse an einem Artikel im Regal. So, ich würde mal ganz kurz gucken, was es hier noch so gibt. Okay. Was ist denn das geiles? Bogenfensterwand? Ganz ehrlich, ich will die haben. Die ist schön. Nehme ich. So, und ich muss gerade an den Scarb denken. Der hat mir so viel geschickt, ganz ehrlich. Ich würde ihm mal ganz kurz den Teddy dafür noch als extra kleines Extrachen mitnehmen. So, dankeschön. So, okay. Den schenke ich ihm noch. Das wird dann mein kleines Extra, weil er hat mir so viel geschickt. Und aber auch die Juicy, vielen Dank und so. Und auch voll schön, dass du da warst, Mama, dass du nochmal reingeschaut hast. Ich wusste nicht, dass das überhaupt funktioniert, dass man das machen kann. So, ich wollte nochmal kurz zum Flughafen, genau, für den Scarb, das machen wir gleich noch. So, dann muss ich die Post von da verschicken, ne? Und dann machen wir morgen erstmal ein bisschen Action. Ich habe so viel Zeug, so viel Neues, dass wir da morgen erstmal in Ruhe dekorieren können. Und dann vielleicht sehe ich euch ja auch nochmal. Ach nee, warte mal. Hey, willkommen im Flughafen. Nee, hier will ich nichts. Entschuldigung. So, verstanden. Schon gut, kein Problem. So, hier, so eine Postkarte hätte ich gerne noch. So, ein Kartenständer für 200 Sternis. Was möchte ich verschicken? Ich schicke dem Scarb noch eine Postkarte, alles klar. So, und zwar einem Freund. Alles klar, welchem Freund? Hier, Scarb. Mann, ich habe vor lange nicht an Line gedacht, so. Ich muss der Line auch was schicken. Line, ich hab dich nicht vergessen. I love you still, you know that. So, ich schicke ihm hier so ein schwarzes Ding. Lieber Scarb. Danke. Danke. Für all dein Zeug, schreibe ich. Für all das Zeug. Für... Okay, ich mache das noch on-cam. Das ist ganz süß, Leute. Also, wenn ihr mir viel schickt, dann antworte ich euch on-cam. Okay? Pff, danke für all die Sachen, schreibe ich. All... Oh, gibt's nicht? Ach, mit Y kann ich Space machen. Okay, das ist voll gut. Nee, all die... Das ist voll praktisch. ID S C H Ö N E N O. Ja, Buchstabierwettbewerb mit Negoki. Und Sachen wollte ich noch. So, das schreibe ich groß. Sachen. So. Das war's schon. Wir halten uns kurz und knapp. Aber prägnant. So, ein Ausrufezeichen kommt hinzu. Und dann machen wir, okay, dein Nigoki. Und dann machen wir hier noch ein Plus. Und was geben wir im Photon-Schlafplatz? Das ist eigentlich auch voll süß, ne? Ganz ehrlich, wir könnten den auch nachkaufen. Anatomie-Modell, Baby-Panda. Genau, da haben wir zwei Stück. Genau, da kriegt er den. So. Okay. Bitteschön, Scarb. Also gut. Die Zustandbegrüßung laufen 200 Sternis. So, ich denke an euch. Ich hoffe, dass ich, das nächste Mal schenke ich der Juicy dann was und so. Und ich gucke, dass ich ab und zu mal eine Karte an jemanden verschicke von euch. Eigentlich wäre der Kakumi dran gewesen, aber die Kakumi habe ich heute besucht. Wir haben uns erst Live-Geschenke ausgetauscht. So, die Karte wurde verschickt. Vielen Dank. Cool. Dann haben wir da nochmal ein bisschen was Nettes getan. So. Okay. Jetzt sind wir hier. Gucken wir nochmal kurz auf die Uhrzeit. Oh je. Alles klar. Ich bedanke mich schon mal, dass ihr dabei wart. Oh, nein, Coco will noch was. Okay, das machen wir doch schnell. Coco, was los? Heute muss mein Glückstag sein. Ich habe eine Anleitung für eine Hissentag-Krone gefunden. Und davon sollte ich nicht nur profitieren. Deshalb habe ich dir eine Abschrift da gemacht. Okay, danke schön. Hissentag-Krone, cool. Immer wieder aufregend. So, ich werde ganz viele Eier sammeln. Ja, gib mal welche ab. Hissentag-Krone, die gucke ich mir noch an, natürlich. Das lerne ich noch. So, ich weiß jetzt, wer meine Hissentag-Krone herstellt. Sehr cool. Zeig mal her, wie sieht denn die aus? So, wir haben eh noch neues Zeug, was wir uns angucken können. Hier ist die Wäscheleine, cool. Ach, hier ist hinter Krone, süß. Das ist echt so ein Kronkranz, so.
Die Mauer haben wir gelernt und hier sind noch die Steine. Die Gedenksteine brauchen echt nur 12 Steine so. Das ist voll cool. Boah, der braucht 90 Steine? 90 Steine, ein so ein Bogen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich wollte damit voll viel arbeiten, so, aber es geht gar nicht. Okay, wir können auch so einen Wegweiser machen. Ganz ehrlich, das ist voll süß, das mache ich noch. Ich meine, nur schnell zum Abschluss. Jetzt ist die Zeit auch egal. Was soll ich tun? Etwas herstellen. So, ich würde den Wegweiser gerne machen. Direkt. So, wo ist er jetzt? Na, wo bist du denn? Komm doch mal her. Mein Lieber. Ich kann dich gar nicht sehen. Hä, wo ist er? Warte mal, wir sortieren das mal nach alphabetisch, nach zuletzt erhalten. Okay. So, hier ist er. Okay, cool. So, herstellen. Ja. Ich mag den. Ich mag den jetzt schon. Der sieht voll cool aus. Wegweiser ist fertig. Okay, genug fürs Erste. So, und bevor ich den Wegweiser aufstelle, muss ich auch noch den Bambus aufstellen, den ihr mir geschenkt habt. Weil der voll schön ist. Der gefällt mir richtig gut. Der ist richtig toll. So, den Wegweiser, den stellen wir einfach hier an den Rand. Das ist voll cool. So, platzieren. Nicht genug Platz. Sorry. Noch ein Stückchen hoch. So. Kann man ja immer noch ranschieben. Hä, voll cool. So, warte, kann man den noch ranschieben? Ja. So. Nee. Und dann vielleicht noch einen nach links. So. Okay, kann man hier noch durchlaufen? Nee. Dann nehme ich den nochmal einen hoch. So. Und dann drehe ich den. So. Tö, voll süß. Kann man hier durch? Nee. Dann nochmal einen hoch. So. Okay. Kann man den lesen? Nö. Ich glaube nicht. Nö. Aber der sieht gut aus. Also, schon okay. Wenn man den eh nicht lesen kann, dann kann ich ihn auch wieder ranschieben. Sorry, das mache ich noch. So, zack. Und zack. Und das Bambus-Ding, ganz ehrlich, das ist halt voll schön. Ich würde es direkt präsentieren. Das Problem ist, ich weiß nicht wo. Ah, warte mal, da oben bei dem Teich. Da haben wir die Stelle hier mit dem Teich. Oh, guck mal hier, so ein Stern ist fertig. Die nehme ich natürlich mit. Die müssen noch eingesteckt werden. Ich habe ewig nichts abbezahlt, aber das machen wir dann noch irgendwann. So, das Goku-T-Service hier oben würde es gut hinpassen, so finde ich. Ja. Hier sind auch zu viele Bäume. Ich muss auf jeden Fall einen Baum wegnehmen. Wisst ihr was? Ich fäll den Baum mal. Kann ich ja auch. Ich habe ja genug. Ne, Entschuldigung. Genug Axt-Power dabei. So, 2 und 3. Dann kommt hier ein bisschen mehr Platz raus. Ich weiß nicht, ob das ein Geldbaum war. Kann gut sein, aber dann ist es so. Wir kriegen ja wieder neue. So, und den Rest ausgraben, ne? Entschuldigung, ich habe irgendwie den Übersicht verloren. Jetzt haben wir natürlich auch so viele Slots. Okay. Ist zwar schön, aber so. Und den Bambus stelle ich dann hier hin. Warte mal. Anatomie-Modell. Protonschlafplatz, Babypanda. Okay, das wollte ich eigentlich morgen alles machen. Egal. Aber das will ich noch schnell hinstellen hier, den Bambus. Das ist jetzt super schön. Oh mein Gott, ist das schön. So. Ah. Oh, das ist so cool. Wie cool das ist. Echt. Ich freue mich so krass darüber. Das sieht halt voll schön aus. Warte mal, ich packe den hier so an den Baum. So, dann steht hier der Bambus. Obwohl, wisst ihr was? Das wäre voll Quatsch. Das ist doch voll Quatsch. Wir haben doch da vorne auch Bambus. Richtigen Bambus stehen, dann stellen wir den da einfach als Deko dazu. Hier oben. Alles pink hier. Ne, Entschuldigung, hier. Genau. Okay, cool. Können wir den dann hier hinstellen, so? Können wir? Hä, das passt doch perfekt. Der Schattenkobold, dann können wir den hier aktivieren. Hihi, voll süß. So, hier müsste dann noch eine Bambussprosse sein. Ich würde den mal kurz ausgraben. Ja. So, vielen Dank. Das schauen wir zu. Okay. Okay, jetzt aber. Jetzt aber raus hier. Nein, ich würde eigentlich noch 7 Stunden weiterspielen. Ihr wisst es ganz genau. Ihr wisst es ganz genau. So, okay. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Voll schön, wenn ihr einschaltet. Ich freue mich immer, wenn ihr zuschaut. Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Wenn ihr Lust habt, seid ihr wieder dabei. Und bis dahin gehabt euch wohl. Bleibt gesund vor allen Dingen. Und vielleicht bleibt ihr noch ein bisschen zu Hause. Wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt, dann geht raus. Aber haltet Abstand, ne? Bis dahin. Tschüssi nochmal. Und danke an alle, die mich empfangen haben. Und danke an alle, die mich denken. Und edit mich bei der Switch, ne?
als Switch-Freund. Dann kann ich euch auch besuchen kommen. Tschüss.